Ladies and gentlemen, it's showtime. Ganikos Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Ganikos. So, Freunde, bevor es hier losgeht, gibt's tatsächlich Breaking News. Ihr seht's neben mir gestapelt. Links und auch rechts, unser Somnia kommt wieder zurück und zwar mit einem Pre-Release am kommenden Donnerstag, den 29. August. Läuft also analog wie beim Galenicus mit einem Einführungspreis, der euch 5 Euro Rabatt pro Dose gewährleistet. Was müsst ihr machen? Ganz einfach euch über den Link in der Beschreibung in den Newsletter eintragen, falls ihr nicht sowieso schon drin seid. Ihr bekommt dann am Donnerstag per Mail inklusive Link und Code Bescheid und könnt exklusiv zuschlagen, bevor wir dann am Sonntag, den 1. September, regulär online gehen. Dementsprechend tragt euch ein und lasst euch die Chance nicht entgehen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch weiterhin das Format hier unterstützen. Mit dem Code Podcast habt ihr immer den besten Preis im Ganikus Shop, beispielsweise das Kilo Whey Konzentrat für 20,24 € oder das Kilo Whey Isolat für 26,99 €. Aber genug Werbung für heute. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser Live-Folge aus dem Nice Athletic Club in Göppingen. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt live aus dem Nice Athletic Club zu einer neuen Folge des Ganikus Podcasts mit Nadine Huber. Hallo, vielen Dank. Danke, dass du heute die Zeit gefunden hast. Danke, dass du da seid. Zwischen Prep und Kiddies und was du sonst noch so alles machst. Ja. Am Sonntag. Es freut mich sehr, dass wir heute mal reden Sonntag können. Sonntag ist super. Er ist der beste Tag eigentlich. Ja. Ruhig, da will keiner von einem was. Das ist eigentlich am besten. Angekündigt habe ich es im April. Ah, dass wir uns sehen werden. Stimmt, ja. Jetzt ist August. Ah, stimmt, da warst du, da war ich, wo war ich denn da? Ja, ich war dann relativ schnell in Mexiko und danach warst du mit Prep beschäftigt. Ja. Ja, FIBU war ich auch noch, da haben wir uns auch noch kurz gesehen. Stimmt, da haben wir uns auch noch schön gesehen. Ja. Und jetzt ist August geworden, das sind 4 Monate. Ja, aber jetzt haben wir es auch endlich geschafft, gell? Jetzt sind wir da. Ist dein Standard-Gym hier, oder? Ja. Ja? Ja. Nur das? Tatsächlich nur das. Also ich bin auch in Ketten angemeldet. Mhm. Das kenne ich noch aus meinen Außendienstzeiten, weil du da halt in ganz Deutschland unterwegs bist. Mhm. Und so ein Jumpers oder so ein Cleverfit, das hast halt dann überall. Das heißt, Not ist hier in Göppingen sowieso nie, weil ich glaube, hier hat es... Hast so viele Studios hier. Boah, übel. Also es hat einen Bodyshop und ich glaube bestimmt 15 oder 20 Studios. Das ist schon krass. Wie groß ist Göppingen? Das ist tatsächlich gar nicht so groß. Ja, gell? Ich habe bei mir ja echt die Schwierigkeiten, passendes Studio zu finden, so, wo alles vereint. Also ich bin auch bereit, 100 Euro zu bezahlen, aber ich will halt auch keine 40 Minuten irgendwie fahren. Nicht jeden Tag. Mal, das hatte ich in Augsburg. Ja? Das hatte ich in Augsburg in meiner... ich glaube, das war genau die Prep, die ich noch mit Roland zusammen gemacht habe, als ich Profi wurde. 21 war das, glaube ich, ne? 20? Ich glaube. Nee, 21. 21. Nee, 22 bin ich Profi geworden. Bist du 22 erst Pro geworden und dann direkt zum Mr. Olympia? Ja, 21. Krass. 21 habe ich noch meinen Sohn zur Welt gebracht im Januar und bin dann, ich glaube, 4 oder 5 Wochen später direkt wieder ins Training, in Anführungsstrichen. Mhm. Also war ja noch Covid, teilweise gesperrt und habe mich mit Roland getroffen dann im Mai 21. Dann haben wir einen Aufbau gemacht und sind dann 21 in die Prep gegangen. Ja. Das ist crazy eigentlich so im Nachhinein. Wie schnell es geht heutzutage. Früher hast du irgendwie, keine Ahnung, 10 Jahre trainiert, um eine Pro-Card zu holen und dann nochmal 5, um bei Mr. Olympia zu spielen. Eventuell hast du es gar nicht geschafft. Ja, das ist Fakt. Also ich habe, glaube ich, 7 Jahre trainiert, bis ich überhaupt den ersten Wettkampf bestritten habe. Mhm. Weil damals war das auch nicht so. Also ich bin jetzt ja auch schon über 30. Mhm. Und, gerade so wahrscheinlich, oder? Ja, ich werde 32 tatsächlich. Ja, okay. Im Januar. Und damals war das nicht so mit diesen Wettkämpfen. Da gab es einen bei uns im Ort, der hat, Kevin LaCrutta, kennst du den? Ja, klar. Ja, ja, natürlich. Genau. Und, das ist ja auch schon way back, 2014 so irgendwie. Ja, genau. Und der ist damals noch gestartet mit dem Tim auf den Arnolds.
Das war der Einzige, wo das bei uns so gemacht hat. Und Frauen, auf wen gab es da? Da gab es die Valeria. Mhm. Habe ich neulich auf der FIBO auch gesehen, die Valeria. Erst habe ich sie angeguckt und habe mir gedacht, dich kenne ich doch von irgendwoher, ja, aber ich weiß nicht mehr, wo ich dich jetzt hinstecken soll. Und dann habe ich gedacht, stimmt, die war auch mal bei Mr. Olympia. Ja. Krass. Ja. Ja. Und jetzt ist die so raus, kannst du sagen. Mhm. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die nochmal eine Chance hätte, sich irgendwie da nochmal zu qualifizieren. Weil ja, ich glaube, die. Also man muss ja auch ehrlich sagen, die hat den richtigen Weg dann auch eingeschlagen und hat aufgehört mit Wettkämpfen und ist eher so in die Model-Influencer-Schiene gegangen. Hat ja auch immer diesmal bei Cytec, ne? Mhm. Ist bei Cytec ja unter Vertrag. Sieht da immer noch sehr, sehr gut aus. Klar. Aber ich glaube, das ist vielleicht gar nicht der schlechteste Weg, ich oder? Ich wollte gerade sagen, mhm, ja. Also weniger kaputt machen, mehr Geld verdienen, mhm, war da wahrscheinlich der richtige Weg. Ja, safe. Lass uns mal ganz zu Beginn klären. Du bist mit Fabian Huber weder verwandt noch verschwägert, oder? Nee, Huber ist einfach vor allem im Süden Bayern ein sehr, sehr verbreiteter Name. Und wir sind weder verwandt noch verschwägert. Nee. Mhm. Auch nicht mit Sascha Huber. Auch nicht mit, Sascha, nicht mit Huber. Sascha Huber. Aber Fabian Huber kommt auf jeden Fall nachher noch im Anschluss an den Podcast und der genau, prügelt uns durch einen Pull-Day-Training, genau, ja. Ich bin gespannt, was ich lernen kann. Ja, du hast ja mit der Schulter so Probleme, gell? Ja, aber ich krieg's hin. Pull geht. Pull geht? Beine sind schlimmer, ehrlich gesagt. Beine sind schlimmer. Das Knie gerade wieder abgeschwollen. Scheiße. Ja, aber ich kann es auch, so, selbst wenn es abgeschwollen ist, kann ich es nicht richtig so trainieren, okay, wie ich es wollen würde. Nur okay. Waden, also Waden können wir mal ein Duell machen, da bin ich gut, aber beim Rest nicht. Das habe ich mit dem Fabi auch das letzte Mal trainiert, Waden. Mhm. Ja. Ich bin gespannt, was er heute für uns vorbereitet hat. Auch, ja. Er kannte sie ja auch aus dem Stegreif irgendwie und braucht da nicht vorher kurz einen Plan. Wobei ich echt erschrocken bin, also wer mal in der Nähe ist, in Göppingen, und ein Studio sucht, das Auswahl bietet, wo man eigentlich nicht weiß, wo man anfangen und wo man ja aufhören soll. Nice Athletic Club ist schon brutal. Also ich habe hier reingeguckt und dachte mir, wahrscheinlich wäre ich erstmal verloren. Da kommst du ja nach vier Stunden immer noch nicht raus, wenn du ein bisschen rumprobierst. Das ist es. Ich habe es vorhin auch zu einem gesagt, der war das erste Mal hier. Der ist wegen, was haben die trainiert? Brust-Trizeps? Mhm. Da habe ich gesagt, ja, du hast halt hier so viel Auswahl. Mhm. Du kannst eigentlich 2 Stunden Brust trainieren. Mhm. Ja. Nur Brust. Nur Brust. Ja. Also das ist wirklich extrem. Also die haben hier alles, was man sich vorstellen kann. Du, dir wird es hier auch noch nicht langweilig. Und hier schafft es auch jeder, einen Muskelreiz zu bekommen. Mhm. Also du kannst hier nur wachsen. Ja. Und das ist halt schon geil. Mhm. Und wenn das, das ist ja von mir 7 bis 10 Minuten entfernt. Das ist halt schon Luxus, gell? Ja, ja. Also in meiner, als ich in Augsburg noch gewohnt habe, da habe ich in Aretsried gewohnt, da musste ich nach Augsburg reinfahren. Mhm. Und das war so ein bisschen auf dem Dorf. Bin ich 40 Minuten ins Training gefahren, wenn es gut lief. Ja, und dann halt wieder zurück. Da bist du 2 Stunden nur im Auto, mhm, dann hast du 1,5 Stunden bis 2 Training Posing, mhm, in der Prep, bist du einfach mal 6 Stunden weg. Ja, das kannst du ja eigentlich gar nicht leisten, vor allem wenn du jetzt noch so Alltag hast mit Kindern. Ja, da das sind geht ja 4-5 Stunden weg, bloß für Training. Ja, du musst noch Essen zubereiten, ja, etc. Aber die haben noch einen normalen Job, ja, kommt ja auch noch dazu. Ja. Das geht ja gar nicht. Mhm. Also das ist hier echt Luxus, muss ich sagen. Das ist super. Also ich kann, wenn ich morgens die Kinder in den Kindergarten gebracht habe, dann gehe ich heim, tu mein Haushalt voll machen, alles aufräumen, mach dann meinen Pre und gehe dann ins Training und dann kann ich die locker um 12 wieder abholen. Mhm. Also ist super. Hattest du jetzt eigentlich überhaupt so eine kleine Pause oder ist das jetzt irgendwie seit Monaten gefühlt Dauerprep, wenn man das so sagen will? Also ich muss ehrlich sagen, wir sind ja nach USA, nachdem ich von den USA gekommen bin, haben wir noch überlegt, ob wir Portugal machen, haben uns aber dann dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, okay, wir nehmen das lieber als Recovery noch mit, die paar Wochen, und gehen mal komplett raus, entspannen, trainieren ein bisschen weniger, lassen den Körper erholen und starten dann wieder. Mhm. Und das hat wirklich gut funktioniert. Also ich muss auch sagen, ich bin vom Kopf her lang nicht mehr so, wie ich mal war. So dieses extrem Verbissene. Ja, also und läuft besser dann jetzt, würdest du sagen? Bombe. Also wirklich. Also kannst du schon auch so diese Theorie teilen, je mehr Wettkampfvorbereitungen man macht, desto ruhiger, desto gelassener und desto erfolgreicher wird man am Ende auch wahrscheinlich? Ich glaube, das kommt mit den Jahren, ja, und auch mit deinem Umfeld. Also wenn du nur in dieser Bubble lebst, dann ist es, glaube ich, schwierig, nach rechts und nach links zu gucken, weil halt alle dasselbe machen und du dich da selber dann auch vielleicht dann unter Druck setzt. Aber wenn du ein normales Leben noch nebenbei hast, also für mich,
ist an erster Stelle nie Bodybuilding. Mhm. Ja, das geht auch gar nicht mehr, wenn du Kinder hast, glaube ich. Dann ist immer das 9+Ultra im Leben, oder? Ja, es wird immer, glaube ich, mein Leben lang mich begleiten. Mhm. Auch von meinen Gelenken her wahrscheinlich. Also ich werde nie komplett aufhören. Mhm. Und mir macht es ja auch unglaublich viel Spaß. Es gibt mir auch sehr, sehr viel zurück. Aber an erster Stelle stehen immer meine Kinder. Mhm. Ja, und denen das schönste Leben überhaupt zu beschaffen. Mhm. Das ist für mich oberste Priorität. Und wenn ich nur das hätte, dann wäre ich, glaube ich, auch verbissener. Mhm. Also wenn ich nur Training, nur Essen, nur Videos drehen und mich nur von Bodybuildern umgeben. Ich verstehe das schon, diese Verbissenheit, die bei manchen da herrscht, weil die haben halt nichts anderes. Das hört sich traurig an, aber es ist halt so, der Sport ist das Einzige, was denen irgendwas gibt. Und dann beißt du dich halt da fest, weil was anderes hast du nicht. Ich glaube, also ich finde es auch, soll jeder so machen, wie er will. Ich finde es auch super. Würde ich vielleicht, wenn ich keine Kinder hätte und keine Familie, würde ich mich wahrscheinlich auch total drauf stürzen und noch härter dran arbeiten. Wird wahrscheinlich vielleicht auch besser aussehen. Glaubst du das, Ich glaube, also regenerativ halt, ne? Also ich habe jetzt nicht so die Regeneration wie jetzt andere. Ich muss mich auch sputen im Training. Und die Nächte sind halt auch anders. Ja, also meine Kinder, die kommen halt, die sind 3 und 4 Jahre alt, die kommen halt auch noch nachts. Ab und an, nicht immer. Aber dann haben sie einen Albtraum oder dann kommt wieder ein Zahn oder tut der Bauch weh. Also es ist immer irgendwas. Das ist schon anders. Und ich kann halt auch nicht sagen, ah ja, ich fliege jetzt mal kurz da und dahin oder da und dahin, um mich irgendwie zu regenerieren oder mal einen Urlaub zu machen. Oder auch eine Physio oder so. Ich hatte meine letzte Physio-Behandlung vor Alicante. Und das war auch die einzige in diesem Jahr. Das ist krass. Weil die meisten Physios, die gehen dann eher auf den Abend. Gerade die sportspezifischen, da sagt man dann halt, okay, 18 Uhr, ich kann 18 Uhr nicht. Ja, also da muss ich meine Kinder fürs Bett vorbereiten, Abendessen machen und dann ist einfach Mama-Kind-Zeit, dass die einfach spätestens um 8 Uhr im Bett sind. Weil am nächsten Tag ist Kindi, da müssen sie dann auch wieder aufstehen. Was würdest du sagen, wenn ich jetzt sage, ich hatte jetzt erst Enrico im Podcast, der meinte, er könnte wahrscheinlich schon auch besser aussehen, wenn er nicht diesen Fulltime-Job hätte, wenn das Kind nicht da wäre, etc. Aber was ihm das halt gibt, ist eine gewisse Struktur, die ja bei anderen Bodybuildern oder bei anderen Athleten schon auch so ein bisschen abhanden kommt. Also da hast du irgendwie so komplett verschobenen Schlafrhythmus und kommst eigentlich nicht auch so aus dem Tritt. Ja, ist so. Also jeder, der sich auch mit Bodybuildern oder nur Bodybuildern trifft, die kommen aber immer zu spät. Also jeder ist ja immer 100% gestresst, 100% ausgelastet. Selbst wenn du bloß 3 Stunden hast, du findest irgendwie Wege, diese 3 Stunden auf 8 Stunden auszudehnen, weil jeder hat immer was zu tun und jeder ist sich am wichtigsten und jeder hat viel Arbeit. Aber das ist echt eine Kunst, wenn du nichts machen musst, außer trainieren und außer essen, dann noch zu spät zu kommen. Ist schon hart. Ja, ich muss halt auch sagen, ich glaube, ich denke dann zwar immer in so einer Stresssituation, wenn halt irgendwie, keine Ahnung, der Hund rennt hin und her und ist vielleicht läufig. Hund hast du auch noch. Stimmt. Ja. Ein oder zwei? Es waren zwei. Und also die gehören eigentlich meinem Ex-Mann. Mhm. Die Kleine, also es waren zwei, letztes Jahr ist die Große verstorben und die Kleine ist auch aktuell bei ihm. Mhm. Die war jetzt, als er in Prep war, war die eigentlich nur bei mir. Aber dann hat er sie wieder abgeholt. Deswegen, wahrscheinlich werde ich mir wieder einen Hund holen. Ich bin mit Hunden groß geworden und es fehlt schon. Also ich brauche auch ein bisschen diesen Stress, um einfach, wie du auch sagst, um halt, dass die Dampflok einfach läuft. Du prügelst dich halt rein in den Ablauf. Ja. Und dann rennen die Kinder wieder hin und her und dann denkst du dir abends schon, jetzt bist du schon fertig, ne? Dann kannst du aber auch nicht richtig schlafen, weil du irgendwie schon an morgen denkst. Also so ist es bei mir zumindest. Ich denke schon, okay, was muss ich morgen alles machen? Und dann meine ich schon nochmal, okay, wenn ich das jetzt alles gar nicht hätte und nur das, vielleicht würde ich dann besser aussehen. Aber um darauf zurückzukommen, vielleicht aber auch gar nicht. Das weiß man halt nicht. Weil du dich nur darauf fokussierst. Und ich glaube, also jeder so, wie er möchte. Und ich finde es auch cool, wenn man nur das als Ziel hat oder was auch immer, als Ziel hat. Ich will mal auf Mr. Olympia oder sonst was. Alles schön und gut. Wenn die sich darauf festhangen. Aber ich glaube, das, also für mich war es, glaube ich, ungesund. Weil jetzt hast du nur das eine und dann scheiterst du. Da bricht deine komplette Welt für dich zusammen.
Ja, wenn du nichts anderes hast, du hast keinen Job, du hast keine Familie. Und wenn eine Freundin, dann muss die halt mitziehen irgendwie. Und dann fällt es weg oder du verletzt dich. Ich glaube, da fällst du mal richtig in ein Loch und dann geht es dir richtig schlecht. Ja, ja, du musst ja auch immer irgendwie den Gegenbeweis antreten. Also du musst ja irgendwie in die gleiche Ausgangslage nochmal und dann sagen, jetzt mache ich mal alles nur Bodybuilding. Da wirst du ja nicht hinkommen. Also du wirst nie sagen können, dass anders besser oder hätte es anders besser funktioniert. Deswegen kannst du eigentlich auch eins sein lassen und weitermachen. Ja, aber ich bin happy, so wie es ist. Ja. Also für mich sind meine Kinder das Allergrößte. Und es gibt halt auch eine Zeit nach den Wettkämpfen und nach dem Bodybuilding. Und das ist einfach das, was bleibt. Hm. Das ist eine schöne Message. Die Kamerafrau hat gerade was angemahnt. Was ist denn? Ach so, ja. Kameraeinstellungen passen noch. Alles gut. Nee, okay. Wir machen weiter. Du hast jetzt in Alicante den dritten Platz gemacht, Empro? Ja. Ja. Was würdest du sagen, hat gefehlt für ganz vorne, für Platz 1? Ich habe mir tatsächlich Feedback geholt von Tyler. Es war auch alles sehr, sehr eng. Was man sagen muss, Jenny Kurt ist der Zweite geworden, der ihre Mitte war deutlich besser. Ich habe nicht so eine schöne Mitte. Ich habe auch nicht diese Apps, wie andere. Und ihr Rücken. Ja, ihr Rücken war einfach auch besser. Mhm. Ich habe zwar eine schöne Struktur, das hat er auch gesagt, also die Strukturen, das Austrainierte ist alles wirklich schön, die Separationen, tippitoppi. Aber die Tiefe, das Fleisch einfach, ja. Und ja, ich habe immer einen Bizeps gehabt, aber einfach wenig Rücken. Ja, ich glaube, das schließt sich halt dann gegenseitig aus. Entweder du hast einen dicken Arm oder einen dicken Rücken. So ist irgendwie. So. Du ziehst halt wahrscheinlich auch mehr aus dem Arm einfach. Ich habe auch echt mehr jetzt durch meinen Ellbogenschmerz weniger. Ja. Aber auch nicht mehr Rücken, oder? Und hast du dann mehr Rücken bekommen? Also mein Rücken ist wirklich besser geworden, tatsächlich. Ja. Wo ich auch das echt ist mir auch happy aufgefallen. Bin. Also gerade im Stream M-Pro, den ich geguckt habe, dachte ich so, von hinten ist schon stabil irgendwie. Also eigentlich hätte ich jetzt auch gesagt, besser als bei einer Jenny so im direkten Vergleich. Ja, also unten halt, ne? Mhm. Also unten mein Glut und meine Beine waren halt besser. Mhm. Ich muss aber auch sagen, mir hat es dann einfach an der Spannung auch gefehlt. Ich bin, also der erste Wettkampf in der Saison ist für mich immer so ein bisschen die Findungsphase. Mhm. Weil du stehst zum ersten Mal wieder nach einem halben, dreiviertel Jahr auf der Bühne. Das ist immer neu, ne? Und dein Körper reagiert einfach immer anders. Außerdem bin ich dann wieder zu Stefan zurück. Das heißt, es war eh wieder alles anders. Mhm. Und dann ist es für mich so eine Findungsphase. Ich muss da immer so ein bisschen reinkommen erst. Und was man auch dazu sagen muss, in den USA zum Beispiel, habe ich gar keinen Druck gehabt. Ja, da war ich alleine, da war ich für mich. Ich kannte da keinen. Bist du da komplett allein hingeflogen? Ja. Ja? Ja. Und wie war das so? War super. War super? Ja, auch so war mit Fliegen super. Und so, der ganze Stress und so, Einreisen etc. Ja, ich war ja schon mal in den USA, 22 war ich ja schon mal auf dem Mr. Olympia und da hatte ich noch meinen Ex-Mann dabei, der hat das alles geregelt gehabt, das war dann schon kurz viel so, weil ich habe mich da nie um irgendwas kümmern müssen, auch als ich das erste Mal allein gewohnt habe mit den Kindern, die ganzen Rechnungen und alles, das habe ich nie machen müssen, ja. Das war organisatorisch dann schon viel, vor allem in dieser kurzen Zeit, ich habe mich dann samstags war in Alicante ja der Wettkampf, oder? Ja. Der war samstags, hätte ich gesagt. Nee, sonntags. Sonntags war, glaube ich, Empro. Ja. Stimmt. Sonntags stimmt, der war Empro. Sonntag, war nicht, und Empro und Mr. Big ist immer Sonntag, oder? Ja, beides. Ja, genau. Der Pro-Wettkampf war am Sonntag. Das heißt, ich habe dann noch direkt nach der Bühne bin ich zu Stefan hin, gesagt, du, da wäre jetzt eine Woche später, in Alabama wäre ein Wettkampf, sollen wir den machen? Wenn du es geregelt kriegst, ja. Okay, dann bin ich ins Apartment, habe meine Mama kontaktiert, wegen den Kiddies natürlich. Ne? Das ist halt auch immer so das Ding, gell? Eigentlich abgesprochen, ich komme jetzt wieder zurück, so ab April, ich fliege jetzt nach Alabama. Ja, das war dann schon kurz ein Schluckmoment für meine Mama, weil die ist total überfürsorglich, was auch gut ist, also ich bin da sehr dankbar für. Aber ich, kleine Nadine, dann auf einmal allein in den USA, habe dann an dem Montag früh, bevor ich geflogen bin, habe ich dann komplett alles gebucht, habe Esther beantragt, Apartment, Flüge, Auto, dass, wenn ich ankomme, einfach alles geregelt ist. Als ich dann zu Hause am Abend angekommen bin, oder in der Nacht war das, glaube 11 oder 12,
habe ich dann meine ganzen Sachen ausgepackt, habe dann die Bestätigung vom Esther bekommen, was gut war. Ja, wenn eigentlich nichts schief läuft, kriegst du es innerhalb von einer Stunde. Ja. Wenn du es innerhalb von einer Stunde nicht bekommst, kannst du eigentlich schon einen Termin bei der Botschaft machen und ja, du kannst es dann gleich sein lassen innerhalb ja, von einer Woche. Ja, und habe dann mein komplettes Sach ausgepackt, habe mein Meal Prep vorbereitet, habe neu gepackt und bin dann eigentlich direkt um 4 wieder an den Flughafen gefahren. Mhm. Und dann war ich erstmal unterwegs bis Mittwoch. War das Ziel, in Alicante die Quali zu holen für dich? Es ist jedes Jahr das Ziel, ja. Also fährt man schon dann hin und sagt, ich will heute Erste werden? Oder hat man schon auch im Kopf, da kommt jetzt der und der? Weil du hast jetzt die Jenny klar, angesprochen. Wer ja klar, ganz vorne war, war Lena. Ja. Und Lena ist ja so echt auf der Überholspur dieses absolut, Jahr. Absolut. Geht man dann schon dahin und sagt, boah, wenn alles richtig läuft, eigentlich kann ich die nicht schlagen? So? Also ich habe eine echt gute Sicht zu mir selber. Mhm. Also ich weiß auch, wenn ich mich im Vergleich sehe oder so, ich habe nicht wenig Muskulatur, das weiß nein, ich auch. Auf gar keinen Fall. Ich weiß aber auch, dass Lena zum Beispiel, die hätte ich nicht geschlagen. Mhm. Also hätte ich einfach nicht geschlagen, ja, das ja, wusste ich auch. Mhm. Dementsprechend ist es für mich dann als Profi wichtig, mich auch selber einzuschätzen oder das zu wissen und nicht zu sagen, oh ja, ich zerfetze jetzt hier alles. Ich habe da eine gute Sicht zu mir selber und weiß auch, dass ich, wie gesagt, eine Lena nicht schlagen kann. Das mit Jenny und mir, das war sehr eng. Mhm, würde ich das auch sagen. Ist aber absolut in Ordnung für mich, weil das ist eine unglaublich gute Athletin und die hat es auch verdient, auf den Zweiten zu kommen. Ziel ist für mich immer bei einem Profi-Wettkampf, und so gehe ich eigentlich auch immer hin, ich will ins Finale. First call out. Ja, ich will ins Finale. Das ist für mich wichtig, eigentlich seitdem ich Profi bin. Eigentlich seitdem ich den Wettkampfsport mache. Das war eh schon so. Ich habe den Sport angefangen und ich habe immer gewonnen. So, ne? Dann bist du es auch irgendwie gewöhnt. Das ist so das, irgendwie ja, ist das so das Tim Budesheim-Syndrom. Und dann wirst du irgendwann, wenn es immer weiter nach oben geht, wirst du so zumindest ein Stück weit auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ja. Weil dann kommen halt auch ganz viele andere Leute, die auch ja, richtig stark sind. Ja. Und das ist aber auch gesund. Ja, ja, klar. Weil du brauchst nicht glauben, dass du der Beste bist. Es kommt immer jemand, der ist besser. Safe. Und dann wird es auch, oder ist es auch gesund für einen selber, wenn man da mit einer gewissen Reflexion auch hingeht. Mhm. Und wenn ich ins Finale komme, bin ich happy. Ja? Wenn ich natürlich hinter jemandem liege, den ich schon geschlagen habe, dann tut es manchmal weh. Mhm. Aber wenn ich dann Bilder sehe und es auch selber erkennen kann, okay, der war halt einfach an dem Tag besser, dann ist es für mich absolut in Ordnung. Und dann für mich gehört es auch dazu, sich Glückwünsche auszusprechen und alles. Also Lena ist dieses Jahr definitiv das Figursternchen. Mhm. Absolut. Mhm. Die hat alles niedergemäht, ja. Und aber auch zu Recht. Mhm. Also sie kommt raus. Ich glaube, sie hat schon auch körperlich Defizite. Definitiv. Sie kann auch in der Offseason jetzt, wenn sie die macht, nächstes Jahr kann sie definitiv an sich arbeiten, was sie auch tun wird. Safe, klar. Aber die kommt halt raus und die ist halt da, ne? Ja, und die hat so eine Ausstrahlung. Ja, die hat einen die Mund lacht halt über, einfach, ja, ja, das ist, das der ist geht heftig, von links nach rechts zur Bühne, ja, du ja, denkst so, okay, krass, ja, ja. So dieses ganze Stage-Shining, sowas die hat, das ja, ist diese Ausstrahlung und selten. Darum geht's ja auch in dem Sport. Da ist nicht immer der Gewinner, der den besten Körper hat, sondern es ist immer das Gesamtbild. Du kommst halt raus und dann bleiben ja, die Judges hängen. Ja. Und wenn sie bei dir nicht hängen bleiben, dann genau, ist eigentlich kannst du sagen, ist schon vorbei. Ja, ja, ist so. Also bei den Mädels der iWalk, bei den Männern die Vorstellungsrunde, da musst du da sein. Und wenn du da nicht da bist, dann kommst du schon mal nicht in First Call Out. Und der Zweite wird schon gar nicht mehr so angeguckt. Ja, klar. Das da ist so halt ein bisschen viel Show noch dann. Ja. Da wird noch ein bisschen im Alibi hin und her getauscht, aber eigentlich weiß jeder. Auch im Finale. Im Finale wird nicht mehr gewertet. Mhm. Also ich glaube, ich habe noch keinen Wettkampf, zumindest bei den Frauen, erlebt, wo dann nochmal getauscht wird. Hättest mal zur German Classic Pro gehen müssen. Ja, okay. Da hättest du auf jeden Fall Spaß gehabt nochmal im Finale bei Wertungen. Heftig. Also das war ja schon
ich meine, das ging ja bis in die USA, ne? Wo sie da einen Podcast drüber geführt haben. Ja, und für mich immer noch zu wenig Aufmerksamkeit, weil ich würde trotzdem gerne abschließend verstehen, was da passiert ist, weil ich habe es bis heute nicht verstanden. Ja. Ich bin, glaube ich, sehr nah dran, dran zu verstehen, aber ich hätte halt schon auch gern für sowas ein öffentliches Statement, weil der Tyler Mannion, der setzt sich jetzt mittlerweile wirklich nach jedem Wettkampf hin und bespricht da die verschiedenen Klassen. Ja. Einen Wettkampf hat er dann ausgelassen. Ja, warum auch immer. Ich glaube, da ist was schief gelaufen. Ja, voll. Das ist schon krass. Ja, da fühlst du dich schon auch ein bisschen verarscht, glaube ich, als Athlet. Also verstehe ich auch. Ja, weil dieses halt Rumgerutsche, ne? Du, also normalerweise, man kennt es, du kommst in First Call Out. Je mittiger du stehst, desto besser. Ja. Wenn da aber dann jetzt 100-mal rumrotiert wird, da weißt du ja dann wirklich nicht mehr, was was. Und dann im Finale gibt es dann nochmal. Ja, dann wird der zweite irgendwie vor den ersten Callout geschoben und denkst dir echt so, was ist eigentlich hier los? Das habe ich noch nie erlebt. Nee, ich auch nicht. Hast dann schon drei Big Mac drin, weil du dir eben nach dem Pre-Judging schon gedacht hast, ich brauche hier gar nicht mehr irgendwie Gas geben. Ja, ist so. Das ist schon absurd irgendwie. Also deswegen auch. Aber Learning für dich? Ich immer on point bleiben, nicht irgendwie zu Meckes gehen nach dem Prejudging, weil sonst kannst du dann die holen dich nochmal. Ich war ja erschrocken, ich kenne das ja vom DBFV, da wurde im Finale immer noch gewertet. Sehr gut, das können sich auch noch Dinge verändern. Ist so, und du trocknest ja weiter nach. Ja? Also du wirst ja eigentlich noch besser im Finale. Die meisten sehen im Finale immer besser aus wie im Prejudging. Und dann war ich auf meinem ersten Profi-Wettkampf 22 und das war auch die Empro, und da war die Tschechin dabei, diese Teresa. Linatova. Ja, genau. Linatova. Teresa, das sind ja die Gabriela. Und Gabriela, die genau. Zwillige, oder? Ja, und dann nach dem Prejudging haben die sich da voll zugeschaufelt, ne? Und ich gucke so und dann sage ich so, also wir haben doch noch Finale. Darfst du jetzt auf einmal so viel essen? Ja. Ja, nee, da wird eh nicht mehr gewertet. Willst du auch? Ja. Und ich so, Du präsentierst dich ja dann auch nochmal. Ja. Also egal, ob gewertet wird oder nicht, die Judges sehen das. Ja. Und du kannst es nicht löschen. Nein. Und das nimmst du ja dann auch mit in deine Saison. Eben. Ne? Also das ist das letzte Bild, was sie dann von dir haben, bis du deinen nächsten Wettkampf hast. Und das soll ja ein guter Eindruck dann auch entstehen. Jetzt hast du gesagt, du bist quasi von Alicante nach Alabama geflogen, so mehr oder weniger. Ja. Und du hast aber gesagt, das war nicht von vornherein auf dem Plan gestanden, das so zu machen. Guckt man nicht auf den Wettkampfkalender und sagt sich, wenn alles normal läuft, schlage ich die Lena nicht, will aber die Quali haben. Was steht so als nächstes zur Debatte? Also war das so trotzdem eine Teiloption, dahin zu fliegen? Das war's schon. Mhm. Also ich habe es ja auch angeschaut und der Nachteil bei der Figur ist halt, es gibt nicht so viele Wettkämpfe und in Europa auch schon gar nicht. Ne? Also es findet sehr viel außerhalb Europas statt, nicht extrem viel, nicht jetzt wie bei der Bikini oder bei der Classic Physik oder auch bei der Wellness. Ich glaube, es hat insgesamt dieses Jahr 30 Figurwettkämpfe gegeben oder gibt es. Darunter und hat Lena 5 gewonnen. Ja. So gefühlt. Hat schon mal so 5 weggenommen von der Liste. Ja, als brutal, oder? Ja. Und, aber ich finde es genau richtig. Also wenn die Leute immer sagen, ja, hör auf, wenn du einen gewonnen hast, dann lass den anderen die Chance. Nein, warum? Ja. Ich bin Wettkämpfer, ich will Gas geben. Genau, du bist Wettkampfsportler. Ja. Jetzt in der kurzen Zeit, ich finde es heftig, dass die das halt jetzt schon so lange, viele Wochen macht, weil die wird auch bestimmt seit Februar oder so auf Diät sein. Weil es ist ja nicht immer nur die Diät, also weniger essen, sondern es ist ja auch die zusätzliche Supplementierung, was dazu kommt. Die wird jetzt schon so ein bisschen relaxen können nochmal, aber die kann ja nicht komplett rausgehen. Das geht nicht. Nee. Du musst schon irgendwie am Start bleiben. Weil in 8 Wochen geht's weiter. Ja. Und jetzt hat sie ja schon so viele Wochen hinter sich. Deswegen, also ich habe für mich da einfach gesagt, okay, ich höre jetzt auf und mir reicht es dann auch. Für mich war das Ziel einfach nochmal auf den Mr. Olympia zu kommen, um es einfach zu genießen. Und ich habe auch am Anfang dieses Jahres geschaut, was es alles so gibt. Und für mich war es schon so, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich es jetzt nicht auf den Olympia schaffe, ich meine, jedes Jahr kommen bessere nach, die arbeiten alle an sich. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann will ich wenigstens dieses Jahr in den USA starten. Also war das schon was ich mal angesprochen hatte bei Stefan, wo er aber gesagt hat, okay, lass uns erstmal in Europa. Und ich bin dann halt, ich muss auch sagen, ich bin dann auch so eine Athletin, wo dann sagt,
nochmal aufregt und nochmal. Mhm. Und dann, als ich den dritten Platz bekommen habe und ich auch von ihm mein Feedback bekommen habe und er gesagt hat, Nadine, du kannst jede Show gewinnen, dir fehlt sich an Muskulatur, du bist gut ausgeglichen und du hast schon durch die Jahre Training einfach eine gewisse Reife der Muskulatur. Wenn du starten willst, dann starte. Dann habe ich gesagt, okay, ich nehme das jetzt einfach mit. In Europa wäre dann natürlich jetzt noch die Mr. Big Evolution in Portugal gewesen. Kam die eigentlich? Also das war ja nicht parallel zu... Oder war die parallel? Nee, die war eine Woche später. Mhm. Wäre es da noch hingegangen? Das wäre jetzt so meine Frage gewesen. Wenn es jetzt in Alabama nicht geklappt hätte, was wäre dann so der weitere Plan gewesen? Hast ja bestimmt geguckt. Ja, klar. Das ist ja gar nicht so vorhersehbar. Was passiert auf dem Wettkampf? Auf einmal kommt irgendjemand aus Amerika. Ja. Noch nie gehört, noch nie gesehen. Ja. Wow. Ja. Da kennst du diese... Wie heißt sie denn? Kristen Dingsbums? McGregor. Kristen McGregor. Die war letztes Jahr. Die kam letztes Jahr auf einmal. Da ist so, wer ist das denn? Wo kommt die denn her? Das war in Portugal, ja. Ja, die kam auf einmal raus und ich dachte so, hä? Ich habe die auch noch nie gab's gesehen. Gab's doch vorher nicht. Nein. Dann kommt jemand raus, 4 Meter groß. Ja, acht so Meter ein breit. Latt. Ja, ja, brutal. Das war richtig heftig. Ja. Die war dieses Jahr zum Beispiel ja auch dabei. War nicht so gut. Wenn die in Form kommt, ist vorbei. Wenn die in Form kommt, ist vorbei. Aber kommt halt nicht in Form. Aber so jemand kann ja trotzdem irgendwo irgendwann mal auftauchen und dann holst du halt statt 1-2. Ja, und natürlich. Dann musst du irgendwie weitergehen, weil du hast ja schon Blut geleckt, du bist nah dran. Ja. Wärst dann nach Portugal weitergeflogen? Das war 2 Wochen später. War 2 Wochen? Mhm. Also zwischen M-Pro und Mr. Big Evolution waren 3 Wochen. Das heißt, 2 Wochen später wäre dann Portugal noch gewesen. Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, ja. Und dann aber nichts mehr. Dann nichts mehr? Also hättest du gesagt, das ist dann genug für dieses Jahr. Hab jetzt die Message verstanden, dieses Jahr wird es nichts. Ich versuche nächstes Jahr nochmal. Also ich glaube auch, als Profi, für mein Verhältnis jetzt, ne, wenn ich es dreimal nicht schaffe, dann würde ich es lassen. Kostet dann ja auch Geld alles. Ja. Und Regenerationskapazitäten. Und Gesundheit. Gesundheit. Ja, also das ist ja alles, was mitwirkt. Und man hat ja dann dementsprechend auch wirklich Defizite, ja. Dann nutze ich lieber die Zeit. Es ist halt kein Sprint. Arbeite an mir und komm einfach besser. Also man hat ja jetzt auch als Profi wirklich das ganze Jahr über Zeit, Wettkämpfe zu machen. Du kannst im Frühjahr starten, dann machst du 3 Wettkämpfe, dann machst du irgendwie 3 Monate Pause und machst dann nochmal 10 Wochen Prep und startest der Ende vom Jahr nochmal. Geht ja auch. Weil es ist ja, je länger eine Saison geht, desto anstrengender wird es ja auch für den Kopf. Ne? Also da geht es nicht mal wirklich mehr ums Essen, sondern mit jedem Wettkampf machst du dir noch mehr Druck. Da dann ruhig zu bleiben und zu sagen, jetzt gehe ich nochmal ganz gelassen daran und ruf nochmal mein bestes Paket ab, ist sehr schwierig. Also stelle ich mir unheimlich schwierig vor, wenn du halt nicht gewonnen hast vorher. Ja. Wenn du mal in diesen Lauf kommst, wie die Lena war, dann gehst du schon mit diesem Feeling rein. Ich habe hier letztes Mal alles glatt gebügelt. Wer will mir hier ist was? So. Ja, und wenn dann die Einzige ist, die dir was kann, eine Jessica Reyes ist, okay, dann soll es so sein. Das ist in Ordnung. Ja, dann können wir so reden, das ist alles cool. Aber der Rest lässt du einfach hinter sich. Ja, eben. Und das ist halt richtig, das ist echt wirklich bemerkenswert. Also du gehst auf Wettkämpfe und du machst einfach jedes Mal alle nieder. Ne? Und es ist ja nicht so, dass wirklich viel dazwischen ist, sondern die kommt raus und wird direkt in die Mitte gestellt. Ja, und dann kannst du eigentlich nach hinten schicken, so nach dem Motto. Ja. Ja. Und das ist cool, wenn du mit so einem Background auch zu Mr. Olympia fährst. Ja? Weil ich glaube, Lena hat noch einige Jahre vor sich. Und wenn die jetzt schon mit so jungen Jahren, die ist ja auch noch keine 30, wie alt ist die, 27, 26? Die ist, glaube ich, schon 29, echt? Aber ich habe ja das letztes Jahr beim Olympia gesagt, ich hätte sie so auf, Anfang 20 ist zu jung, aber ich hätte sie auf jeden Fall so auf Mitte 20 geschätzt, so 24 hätte ich gesagt. Ja. Sie ist schon so, gerade wenn sie geschminkt ist und auf die Bühne geht, sieht sie aus wie so ein Küken. So ein bisschen. Noch frisch einfach. Unverbraucht einfach. Genau. Ja. Und die wird es noch einige Jahre machen. Und wenn du dich halt jetzt in dem Jahr so gut platziert hast, da muss schon viel passieren, dass du dich im nächsten Jahr schlechter platzierst oder mal nicht ins Finale kommst. Ne? Letztes Jahr war es ja wirklich so, da habe ich 4 Wettkämpfe gemacht. Und dadurch, dass halt in Europa wirklich nur ein Wettkampf in einem Monat ist, hat sich das halt über
4 Monate gezogen, nur die Wettkampfsaison. Prep mal außen vor, die ging ja auch 12, 14 Wochen. Habe ich gesagt, das mache ich kein zweites Jahr nochmal. Ich habe es auch zu Martina irgendwann gesagt, da war es ja bei Max, und da habe ich zu Martina auch gesagt, boah, ob das jetzt alles noch so sinnvoll und so gut ist, jetzt wollen sie es schon unbedingt, habe ich dann irgendwann zu ihr gesagt. Ja, das Problem war, ich verstehe es ja auch blöd, so, du bist so nah dran und du willst, aber so, am ersten Wettkampf ist dann wirklich so, ne? Ja. Also erster Wettkampf, okay, du wirst Zweite. Okay. Am zweiten Wettkampf kam ja die McGregor und dann wurde ich Dritte, weil dann wurde die habe ich immer geschlagen, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, wurde die Zweite. Die habe ich immer geschlagen, ich habe es nicht verstanden, hat aber auch wirklich niemand verstanden, weil die halt, ja okay, die ist halt auch so bubbly, ne? Die Dunkelhäutigen, die wirken halt sehr plastisch einfach. War die müssen auch nicht so diäten. War das diese Rejoice oder Goodwin? Genau. Die, das war auch Spanierin oder sowas. Genau. Ja, ich weiß, was du meinst. Dazu diesen Sydney-Gillen-Light-Look, sage ich jetzt mal. Genau. Und dann hatte ich schon, muss ich ehrlich sagen, da habe ich gedacht, oh, eigentlich habe ich schon gar keine Lust mehr. Ja, jetzt ist der dritte Monat, jetzt kommt UK. Okay, wieder zweite. Dann dachte ich mir, das gibt's nicht. Und dann habe ich wirklich, habe auch mit Max geredet und habe gesagt, du, ich will eigentlich nicht mehr. Jetzt war aber schon alles gebucht und es wurde ja so ein Hype auch gemacht, ne? Und mit jeder Woche mehr und mit jedem Video mehr, das du ausgestrahlt hast, hast du mehr Druck. Und das schürst ja auch Erwartungen bei deinen Followern und bei der Community. Und dann hatte ich halt zum Schluss wirklich Alicante, da bin ich, glaube Vierte oder so geworden. Immer noch gut. Ja, für die Platzierung her, ja. Klar. Aber dann, da war ich einfach durch. Ja, ich sah nicht mehr gut aus. Morgens sah ich gut aus und dann hat es aber brutal nachgelassen. Ich habe Wasser gezogen, ich sah so Wasser ziehen flach aus. Mhm. Es ging nichts mehr rein, aber es ging auch nichts raus. Ja, ich weiß, was du meinst. So. Es war einfach drüber. Ja, und der Körper wollte halt einfach nicht mehr und deswegen habe ich mir auch dieses Jahr gesagt, ich mache maximal 3 Wettkämpfe und danach ist Schluss. Wenn du dir andauernd den Kopf zerbrichst, ob du dich richtig ernährst, ob dein Training gut ist, wie es vorangeht, dann kann ich dir eine gute Lösung anbieten. Im Gynikus Coaching kümmern wir uns darum. Wir erstellen einen auf dich angepassten und optimierten Trainings- und Ernährungsplan und begleiten dich im Coaching jeden Tag. Wir sind immer für dich erreichbar. Du kannst alle Fragen stellen, die du hast. Und wir passen das Coaching auf deine Bedürfnisse und deinen Alltag an. Wenn sich das gut anhört, dann klick gerne auf den Link in der Beschreibung, buch ein unverbindliches Erstgespräch mit mir. Wir tauschen uns zusammen über deine Situation und deine Ziele aus und schauen, wie wir dir bestmöglich weiterhelfen können. Ich freue mich, von dir zu hören. Was sagst du jetzt den Leuten, die dir vorwerfen, du hast dir da einen nicht ganz so gut besetzten Wettkampf ausgesucht, um die Quali zu holen? Das Gleiche hat irgendwie Lisa auch gehabt, als sie in Indien war. Ich finde, es ist immer sehr weit hergegriffen, weil wenn ich nicht live vor Ort war oder zumindest Bilder gesehen habe von den Frauen oder im Vergleich, dann kann ich nicht urteilen. Ne? Ich glaube auch nicht, dass man eine Olympia-Quali geschenkt bekommt, weil selbst wenn das irgendwie so ein Hinterwäldler-Wettkampf gewesen wäre, was es tatsächlich nicht war, dann bist du nicht die einzige Gute, die den Gedanken hat, da sich eine Quali dann leicht in Anführungsstrichen zu holen. Ne? Ja, aber hast du was gegen diese Cleverness per se? Ich finde es ja gar nicht verwerflich. So, das stehen einfach Wettkämpfe auf dem Wettkampfkalender. Ich gucke mir die an und sage, da sind meine Chancen höher. Ich will zum Mr. Olympia. Ja, klar. Wo willst du denn hin als Wettkampfathlet? Ja, eben. Ich war dann dort zweimal. Wo warst du denn? Ja, du hast dann mitgekämpft bei den krassen Wettkämpfen in Europa, aber bist ja nie dort gewesen. Ich war in Amerika, ich habe mir das alles angeguckt. Ich war im Hotel, ich habe die Jacke. Das ist eine Erinnerung, weißt du, wie ich meine? Also ich verstehe das gar nicht, was an diesem Cleversein irgendwie so verwerflich sein soll. Ich auch nicht, weil ich sag mir mal, wir machen alle den Sport und die Wettkämpfe machen, vor allem auf diesem Niveau, die wollen natürlich zu Mr. Olympia. Und es ist ja nicht unbedingt leichter, so eine lange Reise, auch Indien, ja? Indien ist ja komplett absurd. Also auch Essen, Trinken, so eine lange Reise, das ganze Umfeld, was das auch mit einem macht dort, ne?
heißt nicht, dass es dann leichter für dich und deinen Körper ist, wie auf einem Europawettkampf, wo du einfach in den Supermarkt reingehst, ohne irgendwie beraubt zu werden, ne? Dein Essen holst, dich dann in ein sauberes Apartment reinlegst und dann vor dich hinchillst. Und dann halt einen Wettkampf machst, wo vielleicht besser besetzt ist. Ich weiß nicht, wie jetzt Indien besetzt war. Ich glaube aber nicht, dass da auch wirklich Schlechte dabei sind. Es gibt... Ja, irgendjemand kriegt die Quali. Es ist so. Und wenn man das jetzt mal wirklich reflektiert, auf jedem Wettkampf, egal ob das eine M-Pro ist, eine Mr. Big Evolution, eine Texas Pro, eine Tampa Pro, völlig Vancouver, the first Callout ist aber gut. Und dann lässt stark meistens nach. Es ist einfach so. Je nach Show, ja, natürlich, ja. Gerade in den Frauenklassen. Also bei den Männern ist ja dann immer noch so, okay, zweiter Callout sind auch gut. Mhm. Aber was mir jetzt persönlich aufgefallen ist, ich habe ja auch viele im Livestream gesehen, die ersten 5, vielleicht auch 6, also je nachdem, wie viele rausgerufen werden, aber meistens sind 4 oder 5, die sind einfach brutal gut und da könnte es auch jeder werden. Und dann lässt die Qualität nach. Und es ist bei jedem Wettkampf so. Ich finde auch wichtig, dass du das mal sagst, weil ich glaube, viele können sich das gar nicht vorstellen. Wenn du um die Welt reist und da Wettkämpfe machen musst, das ist schon so ein unfassbarer Druck, glaube ich. Und halt auch, du kommst irgendwo hin, bist da gar nicht akklimatisiert. Du musst irgendwo erstmal gucken, wo kriege ich mein Essen? Mhm. Wo kann ich hin, wo kann ich nicht hin? Wo gehe ich trainieren? Ja. Da muss man sich eventuell auch im Vorhinein drum kümmern, etc. Ja. Also ich vergleiche das auch so ein bisschen mit Podcast machen. Das ist für mich auch angenehmer, wenn ich bei mir im Büro sitze zu Hause, als jetzt hierher zu kommen. Natürlich. Wie sind die Gegebenheiten? Ist die Musik zu laut? Wer macht hier im Hintergrund irgendwie Palaver mit Handelscheiben und so was? Und denk schon wieder, scheiße, nachher ist der Ton kaputt. Stimmt das Licht? Ist die Kamera noch an? Ist der Ton noch an? Und das jetzt noch in Amerika, beispielsweise beim Olympia, das ist ja auch anderer Druck. So. Aber ich bin trotzdem nicht auf der Bühne und ich stand noch nie auf der Bühne. Und wenn ich jetzt Wasser ziehe, weil ich ein bisschen Stress habe, dann habe ich ein bisschen dickere Bäckchen im Podcast. Das juckt so keinen Menschen, weil ich bin nicht mal der Hauptprotagonist. Aber wenn du halt Wasser ziehst, weil du Stress hast, dann ist halt so der Wettkampf am Arsch. Ja. Dann bist du da hingeflogen, hast 2000 Euro ausgegeben insgesamt und gehst mit nichts nach Hause. Und ein dritter Platz, ein zweiter Platz ist für dich ja nichts. Ja. Es ist schön, ja, First Caller, cool, aber du gehst da hin und willst die Olympia-Quali holen. Natürlich. Und die hast du nicht dabei, wenn du versagst, sag ich mal. Ich muss auch sagen, ich bin aber, ich bin ja auch alleine hingereist. Und ich bin auch 22 alleine nach Budapest gereist. Wenn ich alleine bin, dann geht es mir tatsächlich am besten. Weil dann muss ich mich um keinen kümmern. So, wenn immer jemand dabei ist, dann hast du immer so dieses Gefühl, okay, kannst du jetzt das so und so machen? Eigentlich willst du dich vielleicht nochmal hinlegen. Und dann kannst du halt auch nicht nackt durchs Apartment laufen oder so. Weißt du? Kannst du schon, ja. Aber kommt halt drauf an, wer dabei ist. Es ist halt einfach anders. Ja. Du kannst dich da mehr auf dich konzentrieren. Und das nehme ich definitiv in meine nächste Saison auch mit. Den Kopf, weil den hatte ich jetzt zweimal. Einmal 22, als ich in Budapest meine Quali geholt habe. Und jetzt, als ich sie in Alabama geholt habe. Ich gehe da hin und habe einfach mal Spaß. Ich finde es auch gar nicht so schlecht, wenn du allein unterwegs bist. Ich sage jetzt nicht, dass das per se zum Scheitern verurteilt ist, aber wenn du jetzt irgendwie aus einem Tag kommst, wo alles schiefgegangen ist und du musst dann abends noch performen, irgendwie ist es für mich immer so das befreiendste Gefühl, weil du sagst, jetzt ist heute alles schon schiefgegangen. Es kann jetzt nicht schlimmer werden und wenn es dann doch schlimmer wird, dann ist auch egal, weil dann ist halt der ganze Tag im Eimer. Aber da gehst du mit einem viel lockereren Gefühl rein, als wenn du sagst, wir sind jetzt so on point die letzten paar Wochen. Ich darf jetzt nicht das eine Mal nicht on point sein. Ja. So, das ist schon mehr Druck, glaube ich, den du dir dann machst. Mhm. Wenn du alleine unterwegs bist, irgendwie kann ja nichts kaputt gehen. Ja, also es war auch echt entspannt dann einfach. Ne? Du fährst da eh überall mit dem Auto hin. Das heißt, steigst dann wieder in dein Auto, gehst du einkaufen in Walmart, dann guckst du da die ganzen Regale an, da brauchst du eh schon anderthalb Stunden die Tage. Wir nehmen den Flair heute voll mit. Also ich hoffe, wir haben es nicht so krass auf dem Ton, aber wir nehmen hier keine Rücksicht auf jeden Fall auf uns. Wir machen hier Kreuzheben mit 180 Kilo. Ja, hier sind auch nur Ambitionierte tatsächlich. Ja, man hört es im Hintergrund. Ich hoffe, ihr hört es nicht so krass, aber das ist halt der nice Athletic Club Flair. Da müsst ihr jetzt heute mit leben. Genau. Aber ich bin da einfach jetzt mit dem Kopf auch hingegangen, wie auch vor 2 Jahren, und habe mir gesagt, okay, wenn es nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Dann war ich in den USA,
Ich habe mir meinen Mountain Dew gegönnt, ja. Ich bin ja Dr. Pepper, ja, aber. Oder Dr. Pepper. Ja. Da gibt es ja alles, ne? Ja. Also, und in Massen. Ich war ja ganz verrückt. Ich habe ja tatsächlich, da gibt es ja diese 12 Dosen. Ja, ja, diese Kartons. Ne? Genau. Ja, ja. 4 Stück in den Koffer rein. Ja, wenn es in den Koffer passt. Ich glaube, diesmal, ich habe auch noch extra Handgepäck und extra dies und extra das. Einfach alles voll machen. Ja. Ja. Und wenn sie dich dann fragen beim Zoll, sind nur Süßigkeiten und ja, ja, genau. Ja, ja. Ich habe dann. Da gab es nämlich Dr. Pepper Kokos. Das habe ich nicht gesehen. Oh, das ist Cherry habe ich gesehen, war okay. Ja. Ich finde das normale fast am besten, das Diet Dr. Pepper. Mhm. Aber ich Kokos feier das war einfach. Sehr ja. gut. Vielleicht gibt es das in Las Vegas dieses Jahr. Gibt's. Ja? Mhm. Ja, in Orlando habe ich es nicht gefunden. Echt? Nee, warum auch immer, keine Ahnung. Im Walmart vielleicht ist es nicht. Auch neu. Kann sein. Ja, weil ja. dieses Jahr war es jetzt ja, da. Ja, kommen wir zusammen dieses Jahr. Unbedingt. Dr. Pepper Kokos Ding. War aber leid, oder? War leid, war natürlich, leid. Ja. Wenn ich das jetzt so aus der Ferne, was heißt so aus der Ferne? Ich beobachte dich ja, aber ich bin jetzt nicht in deinem Privatleben. Wenn ich das jetzt so halb aus der Ferne betrachten müsste, war jetzt so das letzte Jahr wahrscheinlich nicht das allerleichteste für dich. Gerade wenn man dann noch dazu auf Prep ist. Wie gehst du damit um, wenn es so, ich sag mal, Nebenkriegsschauplätze gibt, so Störgeräusche, die einen dann schon temporär mal aus der Bahn werfen können? Ja, letztes Jahr war es extrem. Also gerade, ich meine, ich war ja mitten in der Scheidung. Ne? Ich hatte meinen Umzug mit den Kindern in eine neue Wohnung. Ich musste alles neu finanzieren. Es war ziemlich knackig. Auch auf Social Media ging es dann auch ziemlich steil auf einmal mit YouTube und allem. Es ging ja eigentlich so... Das eine ging hoch und das andere ging runter, ja. kannst du sagen. Und ja. immer dann, wenn du es nicht brauchen kannst, musst du dann da auch noch Zeit investieren. Weil wenn es läuft, läuft es. Du musst ja auch das Momentum mitnehmen. Ja, ist so. Das war schon extrem anstrengend. Ja, es war ja auch so ein kleiner Kleinkrieg in meiner Scheidung. Was aber, glaube ich, gar nicht so unnormal ist. Weil es trennen sich halt zwei Personen, aber es trennen sich nicht nur die Personen, sondern es wird einfach eine Familie zerrissen. Ne? Also es sind Kinder mit im Spiel, was ich halt dann einfach auch nicht so gut fand, weil gerade wenn Kinder im Spiel sind, muss so ein gewisser Respekt einfach auch da sein. In der Öffentlichkeit ist halt vor allem scheiße, das da auszutragen. Genau. Da muss man sich schon, glaube ich, auch selber ermahnen ab und zu, dass man das vielleicht nicht macht. Ja. Auch wenn man bis verletzt, bis emotional, bis impulsiv, ein bisschen der eine impulsiver als der andere. Wenn sich zwei Personen trennen, da ist immer einer im Reinen mit und der andere halt nicht. Meistens, ja. Oftmals. Meistens. So schön wäre es, wenn es nicht so wäre. Ja. Und ja, dieses Jahr ist, also ich muss auch ehrlich sagen, seitdem ich in Social Media aktiv bin, ich habe nie, die ganzen Jahre, kein Hate irgendwie erlebt. Nichts. Ne? Ich habe schon immer ein bisschen ein größeres Mundwerk gehabt als andere, aber... ich weiß gar nicht, ob du ein größeres Mundwerk hast. Ich glaube, du sagst einfach, was du denkst, auch vor Kamera und bist da so recht unverblümt. Ja. Und sieht man ja auch, du strengst dich jetzt auch nicht an, irgendwie Hochdeutsch zu reden. Ich habe das irgendwie so vor Kamera, habe ich immer so dieses Hochdeutsch drin. Wenn die Kamera aus ist, kriege ich es dann nicht hin. Vor allem, wenn du dann Schwedisch redest, kriege ich es dann auch nicht hin. Aber ich glaube, du sagst halt einfach, was du denkst. Und bei ganz vielen anderen ist es nicht so. Und dann denkt man immer, ja, man ist irgendwie mit einem loseren Mundwerk ausgestattet. Dabei halten sich die anderen einfach zurück, um so vor Kamera eine Rolle zu spielen. Das habe ich bei dir halt nicht so das Gefühl. Nö, 0,0. Also ich bin wirklich so, wie ich bin. Und ich habe dann auch mal das ein oder andere Kommentar, wo einer sagt, okay, ich verstehe dich nicht. Ja, wie du jetzt sagst, wenn ich anfange, irgendwie ein bisschen schwäbischer zu reden. Mhm. Im Außendienst konnte ich das auch nicht machen. Da habe ich natürlich auch Hochdeutsch geredet. Aber mittlerweile denke ich mir, ja, wie anstrengend kann es denn sein, wenn ich jetzt dann auch da noch eine Rolle spiele, Social Media, umfasst meinen ganzen Alltag. So, ne? Mhm. Da bist du ja dann gar nicht mehr du selbst irgendwann. Ja. Also, ich glaube, das ist so das Schwierigste, wenn es dann so die Öffentlichkeitsperson von der Privatperson auseinanderdriftet und du nicht mehr weißt, wann bin ich was, dann sorgt es so für so ein, weiß ich nicht, für so eine Abspaltung der Persönlichkeit. Ja, und das ist scheiße. Bipolare Störung. Ja, das ist scheiße. Ja, das haben manche, glaube ich, so das Gefühl. Ja, ich glaube auch. ja, da ist es halt dann schon schwer, wenn man, und mit Hate grundsätzlich auch umzugehen ist, wenn man sagt, oh ja, das macht mir alles gar nichts aus. Das ist halt nicht so. Das kratzt natürlich an einem, ja. Vor allem, wenn du dir keiner Schuld bewusst bist. Ja? Also du weißt irgendwie gar nicht, was hast du eigentlich getan. Eigentlich mache ich ja gar nichts. Ich bin einfach nur ich selber. Aber irgendwie
mögen es die Leute nicht, ne? Oder irgendjemand mag dich nicht, aus welchem Grund auch immer. Für mich war Social Media halt einfach immer eine Plattform, wo ich von anderen oder durch andere mich motivieren konnte. Sei es durch ihren Alltag, was sie machen beruflich, wie sie ihr Training gestalten. Und ich habe einen Mehrwert davon gehabt. Ne? Und so wollte ich mein Profil einfach auch immer aufbauen. Also ich wollte motivierend sein, ich wollte einen Mehrwert bieten. Und Hate grundsätzlich hat für mich keinen Mehrwert. Ne? Und auch keinen Nährboden. Also 0,0, weil wenn ich irgendwie, wenn mein Content daraus besteht, mit anderen Leuten Beef anzufangen oder andere Leute öffentlich, also man muss es sich da vorstellen, das ist ja nicht nur deine Familie, deine Mutter, dein Vater zu Hause, wo du dich mal auskotzt, sondern das sehen sehr viele Menschen. Mhm. Und ich muss mir da dann auch noch Input und Bestätigung von manchen Messages holen. Finde ich halt traurig, weil was machst du mal, wenn du kein Beef hast? Oder so, ne? Also ich bin also, ja auch so ein kleines Gossip Girl in Anführungszeichen. Ich finde das schon auch cool. Man berichtet auch drüber. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, wenn es jetzt nicht stattfinden würde, ich könnte gut schlafen. Ja. Das wäre jetzt nicht so, was mein Leben irgendwie bereichert und ja, positiv macht. Und ich finde, wenn du für dich Energie draus ziehst, dass andere irgendwas Negatives erleben, dann ist das keine richtige Energie. Das wird dich irgendwann, wird dich das sehr, sehr tief fallen lassen, glaube ich. Ich glaube, das holt dich auch irgendwann mal ein. Hm. Weil, also ich bin halt so ein Mensch, okay, gib Gutes, dann kommt Gutes zurück. Ja, und ich bin auch Mama und ich habe auch eine gewisse Vorbildsfunktion. Und willst du, dass deine Kinder, wenn sie in 5 Jahren dann mit ihrem Smartphone da sitzen und die YouTube-App auch öffnen können, willst du, dass sie das von dir sehen? Willst du, dass das von dir im Internet ist? Also ich muss jetzt überlegen, vielleicht habe ich auch schon das eine oder andere Dumme gesagt, es ist halt schon sehr viel im Internet raus jetzt mittlerweile, aber mir fällt jetzt nichts ein, wofür ich mich schämen müsste, dass ich sage, ich habe mit irgendjemandem auf einem Level Beef angefangen, der so echt unterirdisch ist. Ja. Wo meine Kinder dann sagen, mein Papa, also das war echt dumm. Ja. Also wirklich. Und das war auch ekelhaft irgendwie. Ja, das ist es halt und das ist einfach ein Charakterzug auch, finde ich. Und deswegen, ich äußere mich da auch nicht dazu. Ja, also ich bin selber ein Mensch, wo einfach einen Mehrwert auch bieten will. Und ich will meine Energie auch nicht darin verschwenden. Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Und manche können es auch nicht ab. Aber, oder sagen, vielleicht ist es ich werde eine langweilige Person, aber mit mir kann man halt auch nicht streiten. Ne? Weil ich akzeptiere eigentlich jeden so, wie er ist. Und ich respektiere auch jeden, was er tut. Er wird schon wissen, warum. Und ich nehme einfach jeden so, wie er ist. Wenn du jetzt sagst, okay, ich mag Männer oder ich mag Frauen oder ich mag beides oder ich ziehe mich gern an wie ein Papagei. Ja, finde ich super. Mach ich identifiziere mich als Papagei. oder ich bin also, hey, was schadet mir das? Ich finde es komplett Banane irgendwo, aber es schadet so in meinem eigenen Leben. Das tut mir ja nicht weh, genau. Ja. Also solange ich mit meinen Charaktereigenschaften keinem anderen wehtue. Ja, solange das nicht der letzte Gedanke ist, den du vorm Schlafengehen hast, ob sich jemand als Papagei identifiziert oder soll er sich als Papagei identifizieren. Ja, ist ja so. Ist tatsächlich so, ja. Und dementsprechend, ich finde, man muss einfach einen gewissen Respekt auch an den Tag legen. Und ich bin Sportlerin. Im Endeffekt, ich will einfach nur Bodybuilding machen, ja. Alles klar, Steve Bentin. Ja, ohne Scheiß. Ich will einfach nur Bodybuilding machen. Ich will Bodybuilding machen, ich will Mehrwert geben der Community und Mama sein, ja. Ich werde das nicht mein Leben lang tun. Meine Zeit in diesem Sport ist auch begrenzt, das weiß ich auch. Es kommt junges, frisches Blut nach. Ich werde noch das mitnehmen, was geht und dann danke ich auch ab. Wie reagierst du auf Kritik an deinem Äußeren, speziell so von Otto-Normal-Menschen, also wir haben jetzt selber noch keine Kinder, aber ich stelle mir vor, wenn du jetzt vorm Kindergarten stehst, du bist jetzt nicht so die 0815-Mama, die da rumsteht. Ja, das ist wohl wahr. Habe ich noch nett ausgedrückt, oder? Ja, also ich muss sagen, da spalten sich auch die Geister. Ne? Also ich merke natürlich schon, wenn ich da jetzt in meinem Oversize-T-Shirt ohne Hose irgendwo hinlaufe. Und, vermeintlich ohne Hose. Ja. Das ist schon eine drunter, man sieht sie bloß nicht. Ja, genau. Dann wird schon auch geklotzt, ne? Also ich bin halt auch, ich war auch, mein Gott, ich habe entbunden und bin aufgestanden und habe mich gerichtet. Ja, also
und war dann zum ersten Mal geschockt, als ich dann im Edeka morgens stand mit meinem Baby, um einzukaufen und ich die Mütter gesehen habe. Also so war ich halt nie. Also so, das ist eigentlich so der Freifahrtschein. Ich lasse mich gehen, weil ich habe jetzt ein Kind bekommen. Ja, genau. Ja, also ich kann ja keine Kinder bekommen selber, aber es ist jetzt trotzdem... Stell dir mal vor, du würdest deine Haare morgens nicht kämmen. Ja. Man könnte auf jeden Fall auch ein bisschen weiter auf sich achten, oder? Das ist jetzt nicht irgendwie, wie gesagt, der Freifahrtschein, um alles loszulassen. Ach, gerade dann nicht. Ja. Also ich finde es ja echt schön. Ich habe ja auch Mamas in meinem Team, die ich betreue. Und die haben halt auch Bock. Und dann sehe ich halt Mamas, die haben halt keinen Bock. Ne? Ist ja cool, Kind oberste Prio, aber du sagst deinem Kind morgens auch. Ja, bist ja bei dir auch die oberste Prio. Zähne. Ja, putz deine Zähne, wasch dich, zieh dich an, kämm dir die Haare und dann können wir gehen. Und das gehört einfach mit in eine Routine. Ja, das muss ich meinem Kind auch weitergeben, also muss ich es dem ja auch vorleben. Und ich bin jetzt auch nicht die Person, wo irgendwie jetzt nur im Sport-BH zum Kindergarten geht. Also da bin ich schon sehr bedeckt. Weil ich mich dich echt schwer vorstellen kann mit so einer Bluse und einem Hosenanzug oder so. Ich mich auch nicht. Ich war erst bei der Konfirmation von meinem Neffen. Da ziehe ich halt einfach ein schwarzes an, ne? Ein schwarzes Oversize-Shirt. Ja, wirklich. Ja. Und Sneaker. Ich bin halt einfach so. Ja. Ich wäre dann nicht echt. Mhm. Und wenn ich nicht echt bin, dann fühle ich mich auch nicht wohl. Und dann, wie ist es dann mit diesen Stöckelschuhen auf der Bühne laufen? Bin ich ein anderer Mensch. Ja. Da bin ich tatsächlich, also da kann ich das wirklich. Das fühlst du dann auch so? Oder wäre es schon cooler, wenn die nicht dabei wären? Also es wäre einfacher wahrscheinlich, oder? Ja, es wäre tatsächlich einfacher. Also ich kann da gut abschalten. Es ist für mich aber auch eher so die Kunst, die einfach hinterm Bodybuilding steckt. Mhm. So wie ein Kai Green seine Kür macht, so bist du halt dann auf deinen Stöckelschuhen und machst deinen Eyewalk, ja. Mhm. Zeigt sich da von der besten Seite. Aber das ist ja auch nur eine Momentaufnahme. Mich sieht man in der Freizeit nie mit Stöckelschuhen. Mhm. Also ich habe immer Turnschuhe an. Ich habe jetzt mal bei Footlocker mir neue bestellt. Mhm. Ich bin da nicht so. Ich trage meine Sachen von meinen Sponsoren. Also Geld gebe ich eigentlich tatsächlich nur für Essen aus. Und meine Kinder. Mhm. Ja, die wachsen so schnell raus, ich muss quasi vorsparen. Mhm. Ja, das ist heftig. Ja, aber... Und wie gehst du damit um, wenn dich jetzt jemand so schräg anguckt? Geht dir das nah? Einfach. Mittlerweile, muss ich wirklich sagen, lebe ich sehr für mich, sehr arg für mich. Das ist ja auch irgendwie so eine blöde Einstellung, wenn du Leute siehst, die dich angucken und die bloß dein Äußeres sehen. Ja. Ich weiß schon, dass man das irgendwie falsch aufnimmt dann, aber irgendwie ist das ja auch schon so eine direkte Selektion, dass du sagen kannst, mit denen möchte ich gar nichts zu tun haben, weil wer mich bloß anguckt und mich danach beurteilt, den will ich gar nichts zu tun haben. Ja, ganz ehrlich. So ist es halt auch. Ich bin jetzt auch nicht die Mama, wo irgendwie auf dem Spielplatz dann mit ihren anderen vier Muttis sitzt, sondern ich gehe auf den Spielplatz mit meinen Kindern, ich spiele mit meinen Kindern und gut ist, ja. Also ich muss auch sagen, mein soziales Umfeld ist jetzt, gerade was Frauen angeht, nicht groß. Also, ich glaube, da könntest du dich echt mit meiner Freundin sehr gut verstehen. Das habe ich ja auch schon vorher gesagt, weil ihr seid eigentlich so typische Bubentypen. Ja. Also nicht mal buschikos wäre das falsche Wort, weil das ist ja auch so auf Optik bezogen, aber ihr seid, glaube ich, eher dem männlichen Geschlecht nahe als dem weiblichen. Es ist auch so. Also ich habe jetzt hier in Göppingen oder so, kann ich dir keine Frau aufzählen, mit der ich Kontakt habe, außer meine Mutter. Mhm. Also die Einzige, mit der ich Kontakt habe, WhatsApp-Kontakt, ist oben in Hamburg Max seine Freundin, die Clara. Mhm. Mit der bin ich sehr gut. Und dann ist fertig. Mhm. Also ich habe nur Männer eigentlich um mich rum. Aber das ist eigentlich von klein auf schon so, dass ich auf den Bolzplatz gegangen bin, ja, mit den Jungs und habe gekickt früher. Oder habe halt Matschhosen angehabt und war bei Regen draußen. War nur mit Männern. Mhm. Und der Sport war früher vor 10 Jahren oder 12 Jahren jetzt auch nicht so publik bei der Frauenwelt. Mhm. Ja, da hast du ein bisschen Bauchpeinepo gemacht und dann hat es halt aufgehört bei einer Hantel. Mhm. Und deswegen, ja. So wie du jetzt aussiehst, speziell mit der Muskulatur, war das eine bewusste Entscheidung, die du für dich getroffen hast? Oder ist es so dahin geworden? Also mich würde interessieren, ob du irgendwie vor 10 Jahren mal gesagt hast,
das finde ich cool. So will ich aussehen. Das ist irgendwie, keine Ahnung, Sydney Gillen beispielsweise. Und so möchte ich auch mal aussehen. Oder hast du dich auch so ein Stück weit, wie das bei vielen ist, in diesem Prozess verloren und dich immer wieder im Spiegel angeguckt und gesagt, ja, irgendwie ist immer noch nicht gut genug. Irgendwie gefalle ich mir immer noch nicht. Irgendwie will ich wieder mehr und wieder mehr. Wie so die Männer, die früher Sylvester Stallone in Rocky angeguckt haben und dann angefangen haben zu trainieren und nach 2 Jahren gesagt haben, ich bin mehr als der. Ja. Was ist jetzt so der nächste Schritt? Weil mir reicht es irgendwie nicht. Also was ich sagen kann, aktuell reicht es mir. Okay. Ja. Also ich will nicht mehr werden. Ich will mich klar strukturell verbessern, aber mehr will ich auf keinen Fall werden, weil es kommt auch eine Off-Season und dann atme selbst ich schwer. Ja, ich bin nicht mal 1,60 groß. Du bist nicht mal 1,60 groß? Nein. Nein? Ich habe aktuell 63 Kilo. Habe auf der Bühne so 59 und in der Off-Season hatte ich auch 69, 70. Ne? Was ist da das Schwierigste dann für dich? Also es geht wahrscheinlich noch nicht so an Schuhe binden oder irgend sowas, wie es bei Open-Bodybuildern ist. Nein, aber Pumpe? Ja, ja, Luft. Luft, Training wird anstrengender. Klar, macht es auch mehr Spaß, du hast mehr Kraft. Mhm. Du brauchst aber längere Pausen. Du schwitzt einfach, ja. Du schwitzt und atmest schwer. Und wenn ich auf dem Rücken lieg, in der Off-Season, da drückt es voll drauf. Ja, und klar. Dann schnarchst du auch. Ja. Ich meine, jetzt interessiert es eh kein Schwein. Ja, ja. Aber trotzdem. Aber irgendwann mal wieder wahrscheinlich. Ja, das ist halt voll unangenehm. Ne? Ja. Und ich gefall mir dann auch nicht mehr. Ja. Was ist denn so dein Wohlfühlgewicht? Also wenn jetzt der Sport gar nicht so in die Richtung Wettkampf gehen würde, dass du sagst, ich mache es bloß für mich. Mhm. Ich will schon weiter auch Kraftsport machen und Muskeln haben. Aber was wäre dann so das Gewicht, wo sich es einpendeln würde? Also man muss ja zusätzlich sagen, dann fällt ja auch alles andere raus. Wäre das dann bei dir so? Also wäre dann so diese Supplementierung was, wo du sagst, da hätte ich gar keinen Bock mehr drauf? Halten. Mhm. Ich würde supplementieren, um zu halten. Mhm, okay. Ja, also gerade was regenerativ angeht, das würde ich beibehalten. Weil das schadet auch in dem Sinne nicht. Die Amis machen das auch, wenn sie keinen Sport machen. So Anti-Aging quasi. Genau. Das würde ich auf jeden Fall weitermachen. Und dann wäre es wahrscheinlich so bei auch 63. Mhm. 63 Kilo so. Aber ein bisschen anders verteilt, bisschen oder weicher. Von der Körperkomposition her? Genau. Ja, weniger ja. Bisschen mehr KFA, bisschen weniger Härte. Ja. Ja, genau. Und angefangen habe ich tatsächlich mit, ich glaube, da hatte ich 46, 45 Kilo. Ich komme ja aus der Magersucht raus und habe eigentlich aufgrund dessen angefangen. Du hast auch angefangen. Eine Essstörungshintergrund, das wusste ich gar nicht. Ja. Krass. Ja. Ist schon heftig, wie sich das echt so im Bodybuilding sammelt, gell? Mhm. Also ich habe auch wirklich nur mit dem Sport angefangen. Also ich war eigentlich schon fast tot. Ich hatte 24 Kilo. 24 Kilo? Wurde ich eingeliefert. Auch direkt auf die Intensivstation mit günstiger Ernährung. Bin einfach dann umgekippt und halt nicht mehr wach geworden. Und aufgrund dessen bin ich dann gleich eingeliefert worden. Und bin dann von dort aus auch direkt in die Psychosomatik gekommen. Da musste ich dann auch nicht mehr mich auf eine Warteliste oder so setzen lassen. Na gut, da ist so höchste Eisenbahn, wenn das nicht mehr klappt heutzutage. Ja, und war dann da wirklich ein halbes Jahr stationär. Also war die ersten 4 Wochen war ich auf der Intensiv und war dann in der Psychosomatik einige Zeit. Habe dann auch wirklich wieder gelernt zu essen. Deswegen, Essen nach Plan ist für mich wirklich was Heilendes. Auch immer noch. Mhm. Wenn ich keinen Essensplan habe, dann vergesse ich es oder weiß halt einfach nicht, wann ich wieder Hunger habe, so richtig. Das hast du dir wahrscheinlich so für immer irgendwie abtrainiert, oder? Ja. Mit der Essstörung. Ja, ich denke schon. Also das viele war Dinge ja, kannst du ja wieder lernen, glaube ich, und da kommt der Körper auch wieder klar. Aber wenn du es mal so extrem hattest, kann es echt sein, da ist so alles abgeschalten, was so das antriggert wieder. Genau. Das ist jetzt, als ich rausgekommen bin, vor 13 Jahren ist das jetzt her, bin ich direkt in Sport eingestiegen und habe da dann auch wieder gelernt, okay, wenn ich esse, habe ich Kraft. Und durch die körperliche Kraft konnte ich dann mental irgendwie auf mich übertragen. Ne? Also es hat mir dann damals, als ich im Gym stärker wurde, war das jetzt nicht nur für mich, okay, ich werde körperlich stärker, sondern ich werde mental stärker. Weil es ist ja wirklich so, man muss sich das vorstellen, bei mir war es zumindest so, bei einer Magersüchtigen, du hast hier einen Engel, du hast da einen Teufel
der eine sagt nein, der andere sagt ja, du brauchst es, und der andere sagt nein, du darfst nicht. Und je stärker ich wurde, wusste ich, okay, ich brauche wieder mehr Essen, dann habe ich noch mehr Kraft und habe so einfach gelernt, wieder richtig zu essen, gescheit zu trainieren, und bin dann einfach auch mental stärker geworden, und der Teufel, der wurde einfach immer kleiner, kleiner. Aber er ist halt nie weg. Nee, ich glaube nicht. Also ich denke, du bist, ob jetzt Esspatient, Alkoholiker, Drogenabhängiger, es ist alles eine Sucht, und als Süchtiger bist du einfach nur trocken. Wo würde sich das einpendeln, wenn du jetzt sagen würdest, ich hätte keinen Ernährungsplan? In welche Richtung würde das jetzt gehen? Würde es dann eher wieder drastisch nach unten gehen mit dem Gewicht oder drastisch nach oben? Es würde definitiv nach unten gehen. Mhm. Weit? Nee, also als ich jetzt zum Beispiel schwanger war, ja, da habe ich auch nicht nach Plan gegessen. Da habe ich gesund gegessen, ich habe aber auch mal einen Scheiß gegessen, ja. Also in Anführungsstrichen Eis oder Schokolade oder was auch immer. Also ich war jetzt nicht so, wo gesagt hat, okay, ich muss mir jetzt einen Ernährungsplan von einer Schwangeren irgendwie reinziehen und danach leben, so war es nicht. Da habe ich schon drauf geachtet, was mein Körper verlangt. Ich muss aber auch sagen, ich bin nach jeder Schwangerschaft leichter rausgegangen, als ich rein bin. Das ist hart. Ja, also man hat es auch wirklich nicht gesehen, dass ich ein Kind gekriegt habe. Also ich bin schmäler geworden. Ich sah eigentlich dünner, besser in Form aus als davor. Ich kam ja quasi von der Vorbereitung von der Deutschen damals, bin schwanger geworden. Also das heißt, ich war schon lean, habe dann natürlich durch das Östrogen und alles, lagest du ja ganz anders ein, durch die Hormonumstellung, und bin aber immer leichter raus. Also ich glaube, ja, okay, meine Kinder sind 11 Monate auseinander, also war ich fast 2 Jahre lang schwanger, durchgehend. Bin aber dann 21, ich glaube, da hatte ich vielleicht so 54 Kilo. Ja. Hast du heute ein gesundes Verhalten zu Essen, eine gesunde Einstellung gegenüber Essen? Gesünder als früher? Gesünder. Also ich glaube, ganz gesund ist es nie. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch, was ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr hatte, das haben ja auch ganz viele Wettkampfathleten, dieses Überfressen. So Binge-Eating, ja. Ja, das hatte ich jetzt nicht. Klar, nach dem Wettkampf, da esse ich meistens immer noch einmal Reis mit Hähnchen, und dann gibt es irgendwie 4 oder 3 Stunden später gibt es dann einen Burger mit Pommes. Also cheatest du schon auch? Ja, bewusst. Nach dem Wettkampf, ja. 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 Auch so mit Spaß dran, ohne auf schlechtes Gefühl. Auf jeden Fall. Ohne schlechtes Gefühl. Definitiv. Das ist doch schon mal gut. Ja. Weil das können ja viele auch schon nicht mehr. Klar. Also mich befriedigt auch kein Apfel oder so nach dem Wettkampf. Ja, da ist die Lisa so komplett crazy in der Birne. Ja, gell. Das ist so voll krank. So ein bisschen USA, gell? Ja. Dann läufst du so einen Supermarkt. Und da würde mir echt sehr viel einfallen, aber kein Apfel und kein Salat. Ich bin in Montgomery, habe ich ja gewohnt. Ich bin zwar nicht aus meinem Apartment raus und bin in irgendwie ein Family-Restaurant oder so gegangen. Ich habe dann halt irgendwie einen Lieferservice kontaktiert. Ich glaube, das war so ein Smashburger oder irgendwie sowas. Ja. Hab mir da einen Milchshake bestellt, Burger, Pommes, und hatte dann noch... Alleine? Alleine. Das mag ich gar nicht. Also ich habe gar kein Problem, alleine zu sein. Ich glaube, wer so alleine mit sich sein kann, der ist sehr im Reinen mit sich. Aber ich könnte nicht alleine essen. Nee, ich habe währenddessen tatsächlich mein Recap aufgenommen. Mhm. Dass du wenigstens mit der Kamera reden hast. Ja, aber ich verstehe das. Das ist so. Ich warte manchmal echt so nochmal 3 Stunden, obwohl ich Hunger habe, bis meine Freundin zu Hause ist. Nicht, dass, weil die kocht auch, aber nicht nur deswegen, weil ich mag echt nicht alleine essen. Ja. Essen ist für mich so ein Gesellschaftsding. Ja, also ich muss auch sagen, das hört sich jetzt vielleicht auch, ich mag mein Essen, ja, aber Reis mit Hähnchen ersetzt für mich halt auch keine Pizza, ne? Also nee, und auch allein, nicht das fancyste Gewürz mit dem fancyesten Geschmackspulver. Es bleibt halt Reis und Hähnchen. Ja. Es ist halt kein Eis. Ja. Es kommt schon nah, so ein Ninja Creamy, das ist schon so ein Cheatcode irgendwie. Okay, keine Ahnung. Es ist schon heftig. Es ist schon echt heftig. Also wirklich, ist echt heftig. 4 Leute habe ich gefragt und alle sagen das und verdrehen die Augen dabei. Es ist komplett heftig. Es ist komplett krank, was in dieser Maschine vor sich geht. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding das macht, aber es ist nachher wie ein Eis, wirklich. Okay. Ja, aber wenn du jetzt zu mir nachher sagst, Ninja Creamy Eis oder McDonald's McFlurry. Boah, mit Smarties. Trotzdem McFlurry. Ist so. Und wenn mir irgendjemand irgendwelche Zimtschnecken backt mit Proteinpulver drin und sowas. Oder Oma-Zimtschnecken. Dann immer Oma-Zimtschnecken. Also immer. Und auch viele davon. Ja. Ohne Probleme. Also auch ohne schlechtes Gewissen. Ja. Es ist halt nicht dasselbe. Wir sind sehr weit.
Aber das dann zu vergleichen, mhm. Zucker ist halt Zucker. Es Eben. Ist halt so und es löst auch nochmal was anderes in deiner Birne aus Definitiv. Als ein Ersatzstoff. Definitiv. So. Ist es gesünder? Lässt sich wieder drüber streiten, ja. Wahrscheinlich manche würden sagen, lieber Zucker als Diet oder so. Aber bin ich offen. Ja. Beides mache ich. Ich könnte jetzt zum Beispiel keine normale Cola mehr trinken. Ich auch nicht. Das wäre merkwürdig. Schmeckt ja, mir auch nicht mehr. Ja, weil das lohnt sich dann nicht, ne? Genau, also für was Flüssiges irgendwie lohnt sich nicht mehr, außer ein Milchshake oder so, ist schon geil. Ja. Aber sonst beim Rest, es ist nicht dasselbe. Genau. Und vor allem halt das Schöne an Essen oder wo ich es dann auch wieder gelernt habe, zu genießen, war halt dann einfach in Gesellschaft, ne? Also wenn du dann wirklich jetzt nach dem Wettkampf oder ich habe das ja auch eingeplant, ne, in meiner Off-Season, also dass du einmal in der Woche oder so bei Mama, Papa, Oma, wen auch immer, essen, so ein guter Braten mit Spätzle oder mit oder Käsespätzle oder so. Boah. Gulasch oder sowas. Oh ja, Gulasch. Ja. So. Gibt's bei uns auch noch jetzt hier ein Train and Eat mit Fabi bei meiner Oma. Oh. Eigentlich wollten wir das im August nochmal. Ich glaube, das wird so ein bisschen schwierig von der Zeit, aber ist auf jeden Fall fest eingeplant. Da gibt es so alles hier so mit Grießknödelsuppe und danach Ofenschlupfer. Oh. Ja, das ist halt einfach anders. Ne? Das ist halt schwäbisch. Ja. Das ist halt geil. Das ist halt einfach das ist halt geil. Einfach geil, kannst du auch nicht nein sagen. Und es ist auch nicht so schlimm, so jetzt mal ehrlich sagen, wenn das so eine Roulade ist oder so ein Gulasch oder ein Braten. Das ist jetzt auch nicht. Es ist trotzdem naturbelassen. Eben. Ja, und es ist auch nicht so fettig, ist auch nicht. Du machst jetzt nichts kaputt irgendwie. Nein. Vor allem, also wenn du wirklich Rouladen machst, ja, die brauchen ja einen Tag. Ja. Das heißt, du füllst sie dann mit ein bisschen Senf, Tomatenmark, deine Würst rein, eine Essiggurke, machst du eine zu. Wurst. Eine Wurst. Machst du das, ja? Wir haben immer Salami drin gehabt. Echt? Das kenne ich so nicht. Also ich kenne es mit Senf bestreichen. Ja. Und dann Gurken machen manche auch, das mag ich nicht. Ich kenne es mit Speck immer noch. Ja, aber das gibt so ein bisschen. Ich lasse meine Mutter oder meine Oma mal Bacon reinmachen, statt diesem Ach so, weißen Speck. Ja. So, das finde ich halt mega. Find das halt ist mega. Auch lecker. Ja. Finde ich halt mega. Mit Wurst kenne ich es nicht, aber es ist bestimmt auch geil. Mit Salami, dieses Geräucherte zum Beispiel. Das ist ja wie Bacon, ja. Genau. Das gibt so einen ähnlichen Touch. Ja. Das ist krass. Und dann tust du das in den Topf rein, dann tust du deine Paprika und Karotten und was. Fließt ja auch, ganz ehrlich, fließt ja auch das ganze Fett raus. Ja. Also wenn du es da irgendwie 8 Stunden im Kochtopf rumköchelst, da ist ja nicht mehr so wirklich. Und die also Soße ist vielleicht aus Eigensaft. Ja, also ich bitte dich. Ja, und das da kann man sich auch gönnen. Ja. Man muss nicht 364 Tage im Jahr. Ich finde, du musst. Also früher war ich auch anders, aber ich finde, du musst. Wenn du zu deiner Oma gehst oder zu deiner Mutter gehst, dann kannst du dich erstmal freuen, dass du noch deine Mutter und deine Oma hast. Und wenn deine Mutter und deine Oma für dich kochen, dann isst du. Genau. Fertig. Außer du bist jetzt in Wettkampfdiät. Alles cool. Aber sonst, dann isst du. Einfach, ich finde einfach aus Respekt. Das kürzt sich einfach. Ja. Vor allem, wie du schon sagst, die Zeit ist einfach begrenzt. Ja, irgendwann sind sie nicht mehr da. Und dann sind sie nicht mehr da. Ja. Und dann wünschtest du, okay, hätte ich doch da und da noch mitgegessen. Vor allem, es ist ja nicht mal, dass du jetzt das Essen für dich hast, sondern die gucken dich an. Und die erfreuen sich daran. Ja, du frisst den ganzen Teller leer und nochmal und nochmal. Das ist ja Kompliment genug eigentlich. Ja, und irgendwann sind sie nicht mehr da. Und dann sagst du dir, vor 10 Jahren, ich Dummkopf, an Weihnachten, als keine Show in der Nähe war, weil von Arnold Classic war ich weit entfernt von meinem Level her, habe ich das nicht gegessen und meinen Reis mitgebracht und mein Hähnchen trocken. Und man muss das ja auch wirklich mal in Relation sehen. Ja, also wenn du, ich sag mal, 70-30 in deiner Off-Season isst, 70% sauber, 30% ein bisschen Nascherei oder Toppings oder was auch immer oder Cheats. Das ist völlig in Ordnung. Das brauchst du, das braucht deine Gesundheit und vor allem deine geistige Gesundheit. Gerade, wo ich sagen, gerade dein mentales Ding im Kopf, das braucht es. Eine Vorbereitung ist lang oder kann lang gehen. Hast alleine 14 Wochen oder so bis zum ersten Wettkampf. Der zieht sich dann vielleicht nochmal 6 oder 10 Wochen. Ja, da bist du halbe Jahr schon mal auf Diät. Das stimmt. Deswegen ist die andere Zeit, muss man auch, um sein soziales Umfeld auch glücklich zu machen und sich selber und es auch zu pflegen, da auch mal was essen. Da stirbt man nicht davon. Da hast du einen guten Pump, ein bisschen Wasser am nächsten Tag, das drückst du dann schön im Training raus und dann ist alles wieder tutti. Und alle sind glücklich. Ja, alle eben. Sind glücklich. Wir haben jetzt mittlerweile Testo-Tiffy. Ah ja. Wir haben Nadine Hub. Ja. Was ja auch eine Anspielung ist auf eine gewisse Erwachsenenplattform. Oh. Glaubst du, die Frauen in der Szene sind lockerer als die Männer? Ich glaube manchmal, dass sie ein bisschen klüger voranschreiten. Also wie gesagt, du hast halt nicht ewig oder du machst nicht ewig Wettkämpfe. Das heißt, du musst dich ja anders auch ein bisschen orientieren. Da bietet YouTube zum Beispiel eine super gute Plattform für. Ne?
gerade um das Frauenbodybuilding auch ein bisschen weiter nach vorne zu bringen. Jetzt Nadine Hub hat natürlich so einen gewissen Touch. Ja. Ja, du spielst halt schon auch so ein bisschen mit Klischees, aber das ist ja auch das, was es nachher ausmacht, warum du dann dieses Momentum generierst, was halt andere nicht generieren, wenn sie sagen, ich setze mich hier hin wie die Pastorstochter oder irgendwie sowas. Ja, weil im Endeffekt, ich rede halt auch so raus. Also wir hatten es ja erst gerade eben, ich rede halt so raus, ja, wie Gott es mir auf die Zunge gelegt hat. Und wenn da dann was rausrutscht oder mal was Zweideutiges rauskommt, dann ist es ja auch nicht verwerflich. Von Testo Tiffy habe ich tatsächlich so noch gar nie ein Video angeguckt. Muss ich ehrlich gestehen. Schon so ein bisschen. Es ist halt ein bisschen rabiater alles auch. Aber es ist halt irgendwie echt. Die ist halt so, wie sie ist. Und das ich halt kenne sie gut. Und die ist ja wirklich ein sehr umgänglicher Mensch. Ja, ne? Sehr offen, voll. Sehr herzlich, hätte ich jetzt gesagt. Für das, was ich so kurz erlebt habe, zumindest auf der FIBO. Ja, doch. Also angenehm. Ja, die ist halt auch nicht auf den Mund gefallen und sagt halt, was sie denkt. Und ja, ich glaube, da sind manche Bodybuilder nicht ganz so weit. Ja, und das entdecke ich halt selber auch immer wieder. Also ich habe immer das Gefühl, mit den Frauen in Podcasts, da findest du eine bessere Basis. Das ist viel lockerer irgendwie. Ja. Und wenn du fragst, worüber können wir nicht reden, dann kriegst du von den allermeisten Frauen immer, wir können über alles reden. Mhm. So, ist halt eine Frage, wie redet man drüber? Genau. Also der Ton macht die Musik, aber wenn du Männer fragst, ist immer so, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Und im Nachhinein haben sie irgendwas im Podcast gesagt und du nimmst es als einen Ausschnitt und du ziehst es nicht mehr aus dem Kontext und dann kriegen die ihren kompletten Hormonausraster. Das hast du halt bei Frauen gar nicht irgendwie. Die sagen halt, was sie sagen und dann ist es auch cool so und dann sagen die auch nicht, ja, schneid das jetzt raus. Ja. Ich habe noch nie... Gut, die Männer dominieren natürlich auch die Gästeliste, das ist klar, aber ich habe noch nie eine beleidigte Frau erlebt. Hier im Podcast oder wegen News oder irgend sowas. Haben noch nie eine beleidigte Frau erlebt, aber nur beleidigte Männer. Deswegen, so ich glaube, das ist auch so ein lockerer. Bisschen lockerer und vielleicht nicht so mit. Also, ich meine, der Sport entsteht ja auch aus irgendeinem Bild, das man davor war. Oftmals ist es ja mit viel Selbst, also mit Komplexen einfach auch geprägt. Ja. Männer sind da natürlich, wenn ich jetzt immer sehr dünn, sehr schmächtig war und auf einmal ein Schrank bin. Dann bekomme ich natürlich auch Komplimente dafür, dass ich ein Schrank bin, wenn ich ins Freibad gehe. Wenn ich jetzt aber auf einen Wettkampf gehe, ja, und da hast du halt einfach Defizite und die werden dann offengelegt, dann haben die vielleicht, ja, kommen die wieder in dieses komplexe Ding rein. Ne? Ja, aber da sind wir ja wirklich, gerade wir Männer sind da ja ganz tief drin. Also alle machen ja irgendwie den Sport aus einem Grund. Genau. Und meistens bist du halt ohne Muskeln oftmals nichts gewesen, so wirklich. Also habe ich manchmal so... Das ist so mein Eindruck, dass die meisten, wenn du denen jetzt die Muskeln wieder wegnimmst, sind die so genau derselbe Mensch, wie die davor auch waren. Das ist irgendwie schade. Ja. Weil wir wollen eigentlich immer nicht nur nach unseren Muskeln beurteilt werden. Und wenn du dann aber hinter die Fassade guckst, ist irgendwie 10 Jahre nichts passiert. Ja, das ist doch scheiße. Das, also musst du ja nicht scheiße, nur deinen Bizeps weiterentwickeln, sondern auch deine Birne. Ganz genau. Ohne Minderwertigkeitskomplexe. Das ist das, was ich auch immer gesagt habe. Also die Disziplin und den Ehrgeiz, den musst du einfach lernen, in dein Privatleben und vor allem mehrere Zweige dann auch einfach erstellen und da diese Disziplin und diesen Ehrgeiz auch reinstecken. Ne? Weil wenn du eben nur, wie du sagst, die ganze Disziplin in eine Sache reinsteckst, alles schön und gut, aber was machst du, wenn du das nicht mehr machen kannst? Dann ist halt, dann bist du immer noch der vor 10 Jahren und hast dich halt einfach nicht weiterentwickelt mental, sondern nur körperlich. Freunde, es geht sofort weiter für euch mit dem Gannikus Podcast. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Mit dem Code PODCAST spart ihr 10% auf alle unsere Supplements im Gannikus Shop. Bedeutet, ihr bekommt immer den besten Kurs auf Top-Produkte und unterstützt außerdem noch ganz automatisch dieses Format hier. Ich hatte jetzt, vorhin habe ich es gesagt, schon Enrico Hoffmann im Podcast. Der ist von Manuel Bauer zu Stefan Kienzel, zu Max Matzen, Entschuldigung, zu Max Matzen und zu Manuel Bauer zurück. Du bist von Stefan Kienzel zu Max und auch wieder zu Stefan zurück. Das hört sich irgendwie für Max ein bisschen scheiße an jetzt, aber ist ja nicht so. Kannst du das mal so Revue passieren lassen, wie da der Prozess genau war? Weil da gab es ja auch so ganz, ganz viele Gerüchte, die da im Raum standen. Und ich habe auch gedacht, du hast teilweise in Hamburg gewohnt, was nicht gestimmt hat und sowas. Also kannst du das vielleicht mal so von vorne nochmal aufrollen, dass die Leute das so vollumfänglich verstehen, weil es hört sich ja so an wie Coach-Hopping.
Ja. Ist es ja irgendwo auch, aber jetzt nicht aus irgendwie so einem drastischen Grund, sondern wahrscheinlich, weil es einfach irgendwie sich dumm ergeben hat alles. Ja, also es war tatsächlich so, ich war bei Stefan und das war dann in der Zeit, da habe ich mit ihm noch den Olympia gemacht und bin dann im nächsten Jahr, das war 23, war letztes Jahr, ja, 23. Das war da dann, die unendlich Prep, wo es ja, genau, nicht gereicht hat. Ja. Und bin dann quasi von Stefan, oder mit Stefan wollte ich in die Diät starten, habe aber dann in der Zeit einen Ben auch kennengelernt, vom Team Matzen damals und somit auch einen Max. Wir haben uns echt gut verstanden, es hat gut gevibed, war alles tippitoppi und ja, haben dann auch über Coaching geredet und dann ist vielleicht das ein oder andere Ventil auch mal offen dafür gewesen, wo man dann gesagt hat, okay, läuft gerade vielleicht nicht so voran und dann hat Max drüber geguckt und dann bist du schon in so einer Situation und denkst, ah, okay, probieren wir es halt also mal. Also neuer Wind, einfach mal was Neues probieren. Ja, also weil, wenn man es nicht macht, bereut man es eventuell und bleibt irgendwie auf der Stelle stehen. Ja? Genau. Ich habe Max da erst kennengelernt, ich wusste auch nicht, wie er arbeitet, ich wusste, seine Athleten sehen gut aus. Also haben wir gesagt, okay, machen wir das mal. Also haben wir gemacht. Dieses Jahr, Anfang dieses Jahres im März, haben sich dann die Wege von mir und Ben getrennt. Ben war immer noch im Team Matzen. Und ich habe dann zu Max gesagt, du pass auf, ich möchte da einen kompletten Cut machen. Und vor allen Dingen auch Freundschaft, Coaching und Arbeit trennen. Ja, weil es hat halt immer... Es kann funktionieren, ja, wenn deine Freundin bei dir angestellt ist. Ich war ja da auch als Coach im Team Matzen. Warst du nicht vorübergehend dann erstmal noch weiter im Team Matzen als Coach drin oder hat das auch direkt aufgehört? Nee, das hat auch aufgehört. Okay, ja, genau. Also ich habe die Athleten trotzdem noch vom, wo ich hatte vom Team Matzen. Das meine ich, glaube ich. Ja, ja, ich arbeite quasi immer noch fürs Team Matzen, aber das halt. Das meine ich, ja. Genau, ja, okay, ja, das ja, schon. Ja, okay. Aber baue mir halt oder habe mir jetzt selber auch noch was zusätzlich aufgebaut. Weil ich gesagt habe, okay, es kann funktionieren, aber ja, wenn du dich halt siehst, dann geht es vielleicht auch immer um die Arbeit und ich wollte halt auch nicht, ich bin so dick mit Max, echt, wir verstehen uns wirklich, wir sagen immer, wir sind schwule beste Freunde. Wer ist jetzt der Frau und wer ist jetzt der Mann der Schule? Und ja, dann haben wir gesagt, okay, dann beenden wir das komplett, also das heißt, ich gehe wieder zurück zum Stefan. Und wir sind einfach befreundet, ja, alles andere machen wir einen Cut und so haben wir das dann auch gemacht und das war, finde ich, ein sehr, sehr guter Weg, weil ich kann nach Hamburg, er guckt trotzdem drüber, wenn ich das will, ja, wenn ich mir unsicher wäre oder irgendwas, er mischt sich aber null ein, also er sagt auch, du hast da wirklich einen Fortschritt gemacht und der geht da völlig normal damit um. Also passiert das heutzutage, also dass du bist bei Stefan und dass du maximal einen Formcheck schickst und der seine Meinung dazu abgibt oder machst du das nicht? So mache ich es nicht, aber als ich jetzt zum Beispiel in Hamburg war, okay. Da habe ich es mit Iham auch gepostet und wenn was nicht gestimmt hätte, dann hätte er es mir auch gesagt. Mhm. Er hat nur gesagt, als wir uns umgedreht haben, haben gesagt, okay, Nadine ist auch schon gestreifter als deiner von Iham. Ist er gerade im Prep? Der hat so ein bisschen wieder angefangen, ja. Nach seiner Verletzung da, seinem Abriss. Weiß, auf der Fibo, das war ja auch krass. Und aber dementsprechend geht es mir viel besser und ich will auch von Stefan gar nicht mehr weg. Mhm. Weil Stefan ist wirklich ein Mensch, der weiß, was er bei mir tut. Das funktioniert. Und es funktioniert wirklich gut, ohne dass ich mich schlecht fühlen muss. Und ja, also er ist schon komplett da gewesen, also auch in die USA mit der Zeitverschiebung. Aber habe gar kein Problem, gell? Also der ist nächtelang wach gewesen wegen mir. Ich hatte, als ich mit Max im Podcast war, ich kann es nicht mehr so zu 100% sagen, was er gesagt hat, aber zumindest habe ich den Eindruck gewonnen, auch wenn er es nicht so gesagt haben sollte, dass als erstes kam der Cut mit dir und Ben. Und dann bist du weg zu Stefan, also du bist wieder quasi permanent nur noch in Göppingen gewesen, nicht mehr genau. Oben in Hamburg. Ja. Hast dich von Max getrennt bis zu Stefan. Und dann kam der Cut zwischen Ben und Max. Etwas später. Und ich habe es so wahrgenommen, dass es einfach ein bisschen zu spät kam, wäre der Cut gleichzeitig quasi passiert zwischen dir und Ben und Max und Ben, dass du dann bei Max geblieben wärst. Ah, ja gut, das hätte sein können. Das hätte sein können, das oder? Hätte, oh ja, ja. Also, so habe ich es wirklich auch verstanden gehabt. Also, ja. Dass Ben
geht oder gegangen ist von Max, dass die Wege sich getrennt haben, das wusste ich ja gar nicht. Mhm. Ja, also für mein Schritt war dann einfach, okay, ich muss gehen. Mhm. Ja, ich will nicht, dass irgendjemand anders geht. Ich will nicht, dass sich irgendwelche anderen Leute verstreiten oder irgendwas. Sondern Max, pass auf, habe ich zu ihm gesagt, ich habe jetzt da einen Cut gemacht. Ich möchte gerne einen kompletten Cut machen. Weil es hat halt immer einen Beigeschmack. Ja, wenn ich jetzt bei Max noch im Coaching gewesen wäre und es sind Wettkämpfe und dann huscht da immer dein Ex-Freund oder so rum, da fühle ich mich einfach nicht gut dabei. Und das wusste ich. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, meine Zeit ist gekommen. Mhm. Macht ihr euer Ding weiter, ist alles schon gut. Lasst uns befreundet bleiben, aber ich möchte andere Wege eingehen. Mhm. Kannst du die Arbeit von Max und von Stefan gegenüberstellen? Also kannst du das vergleichen, was die beiden unterscheidet? Oder ist es vielleicht sogar sehr ähnlich so von den Vorgehensweisen? Ist gar nicht so ganz detailliert mhm. auf. Der eine wird dir einen Ernährungsplan machen, der andere wird den Ernährungsplan machen. Also es ist so. Genau. Du hast natürlich deinen Ernährungsplan, du hast deinen Supplementplan, du hast deinen Trainingsplan. Ja, ich bin eh so eine, wo im Training, da bin ich echt zu wenig Profi. Ich schreibe auch nicht auf. Ja. Es muss halt alles platt sein, wenn ich aus dem Studio rausgehe. Ob ich da jetzt mehr gemacht habe oder weniger wie davor, keine Ahnung. Mhm. Es muss halt einfach in der Muskulatur wehtun und ich muss halt danach platt sein. Ich mache auch nicht immer dieselben Übungen. Natürlich habe ich bei Rücken habe ich immer einen Latzug dabei und habe am Anfang meine Klimmzüge oder so und habe Ruderübungen. Aber ob ich jetzt die von Hammer Strange nehme, die Ruderübung, oder die von Nautilus, da mache ich halt keinen Unterschied. Warum machst du das nicht? Weil es dir keinen Spaß macht, irgendwie so nach Plan zu trainieren? Ja, ja. Tatsächlich. Ja, also ich verstehe es. Also ich verstehe auch diejenigen, wo es machen, wo da so total fixiert sind und oh, ich habe jetzt da 5 Kilo mehr und habe jetzt da heute 5 Kilo weniger. Ich glaube, dass es auch deprimieren kann, wenn ich es eben nicht schaffe, weil ich mich dann hinterfrage, warum habe ich es jetzt nicht geschafft. Aber ich will das nicht alles verkopfen. Ja. Da sind wir ja wieder beim selben Problem ja, wie mit der Struktur oder genau, eben der Freiheit, die irgendwie mehr gegeben ist, wenn du jetzt nicht noch irgendwie Kinder hast etc. oder nicht noch einen Hauptjob hast. Du musst ja erstmal den Gegenbeweis antreten. Ja. Wird es vielleicht sogar schlechter funktionieren, wenn du jetzt nach Plan trainierst, weil du jedes Mal mit so einer Fresse ins Training rennst und ja, denkst, schon wieder die Übung. Ja. Ich hasse diese Übung. Ja, vielleicht bringt die mir mehr Ansteuerung, aber ich spüre es auch nicht, ja, weil ich will es gar nicht spüren, weil es nervt mich. Ja, ist so. Und dementsprechend ist für mich einfach der Spaß das der Hauptfaktor, ja. Wenn es mir nicht mehr Spaß macht. Natürlich macht es 4 Wochen vor Wettkampf, macht es keinen Spaß mehr. Hast ja auch keinen Dampf mehr. Aber hauptsächlich sollte dir der Sport Spaß machen, ja, und auch die Prep Spaß machen. Und wenn ich im Training keinen Spaß habe und dann immer damit beschäftigt bin, wieder was aufzuschreiben oder dann mich demotivieren lasse, weil ich nicht so stark bin wie das letzte Mal, dann lasse ich es halt einfach komplett. Ich habe das eine Zeit lang gemacht, war okay, aber das hat mich jetzt auch nicht mehr bereichert oder besser gemacht. Dementsprechend weiß ich, heute steht Beine an, heute steht Rücken an, morgen steht Schulter an. Also mache ich diese Muskelgruppen, aber halt immer, ich mache auch mal einen FSD-7 oder so, ja. Und ich mache nicht jedes Mal einen FSD-7 oder Reduktion mit rein oder was auch immer. Manchmal mache ich 3 Sätze, weil ich es beim zweiten nicht so gespürt habe oder noch Dampf habe. Mhm. Sondern ich höre da einfach extrem auf meinen Körper, ob jetzt das Buch sagt, ich mache 2 Sätze oder nicht. Ja, also ist dir auch wurscht dann rein theoretisch, wenn wir jetzt nach der Pultrainerin und Fabi sagt, wir machen heute mal was ganz anderes, obwohl cool, du ja schon, du bist ja in Prep gerade wieder, kann man sagen. Ja, aber so mehr oder weniger. Ja, ich bin in Prep, ja, klar. Es sind aber noch 8 Wochen, andere ja, würden da sagen, bist du verrückt? Ja. Ich mache doch heute kein Showtraining vor Kamera, ich mache heute das, mein ja, Ding und fertig. Nee, so bin ich gar nicht. Ja. Aber ich glaube, deswegen. So sind ja manche, ja, manche, die nicht auf der Wettkampfbühne stehen, sind ja schon so. So ja, na gut, wir können zusammen ins Training gehen, aber wir können auch ja, denselben Muskel trainieren, aber wir können nicht zusammen trainieren. Ja, nee, das bin ich gar nicht. Also ich finde, man trifft doch immer den Muskel. Also dieses starke, also für mich ist es halt nichts. Ne? Also ich hätte heute eigentlich auch Beine. Ach, dann habe ich halt gestern einfach Schulter trainiert und mache heute Pull und mache am Montag Beine. Mhm. Wichtig ist, ich mache meine Beine. Mhm. Ja. Und in dieser Zeit, ob ich jetzt 8 Wochen vor dem Wettkampf bin oder 8 Wochen aus meinem letzten Wettkampf raus, ist mir egal. Mhm. Ich glaube, das ist auch, ich verkrampfe mich auch nicht. Also ich war jetzt mit Robert und Max und so in Hamburg essen, habe da mir Ding bestellt, Hähnchen und Garnelen.
glaube, in Summe noch 3 Mahlzeiten übrig gehabt. Davon waren 2 mit Carbs, hatte aber da mehr Protein drin und keine Carbs. Also habe ich einfach weniger Protein noch gegessen und mein Fett als letzte Mahlzeit und gut ist. Also dieser du darfst dich da nicht komplett jetzt kaputt machen. Ein Tag ist scheißegal. Und das muss auch man ja trotzdem mal sagen, also ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, das kommt von der ehemals Essgestörten. Ja. Also das, ja, was du jetzt sagst, kommt von jemandem, der da früher mal Probleme damit hatte. Jemand, ja, der jetzt in Wettkampfvorbereitung ist und sagt, dann habe ich es halt mal 9 Weeks out getauscht. Ja. Unterm Strich kommt der eh dasselbe raus. Und die Leute, die nie auf der Bühne stehen werden, die müssen sich immer an ihren Ernährungsplan halten und denken sich, sie bauen irgendwie 30 Gramm Muskeln weniger ab. Muskeln auf. Ja. Ja, und das ist halt Schwachsinn. Also das Wichtige ist halt, dass du... Und das habe ich, glaube ich, beim Stefan wirklich gelernt. Diese Leichtigkeit einfach. Also ich glaube, wenn ich jetzt zu dem sagen würde, Stefan, kann ich noch einen Burger essen gehen? Ich brauche es gerade. Der würde sagen, ja. Okay. Wenn du das jetzt brauchst, dann mach das. Mhm. Müssen wir halt ein bisschen mehr anziehen danach. Ja. Ist ja okay. Unterm Strich habe ich trotzdem mein gutes Paket hingestellt. Und ob ich jetzt, keine Ahnung, bei meinem nächsten Wettkampf irgendwie Zweite werde und nicht Erste, das hat nichts mit dem Burger zu tun. Nee, das stimmt. Also das kriegst du aufgefangen, wenn es jetzt nicht 3 Tage vorher ist. Ja, genau. Und die Leichtigkeit hat mir auf jeden Fall der Stefan mitgegeben. Mhm. Unterschiede zwischen den beiden, natürlich ein bisschen unter Supplementierung. Und aber auch nicht Welten. Nö, überhaupt nicht. Aber sonst, eigentlich waren immer beide da. Max war bei jedem Wettkampf dabei, wir waren sogar in einem Apartment immer. Es sind beides sehr, sehr gute Coaches. Also das muss man den beiden auch wirklich lassen. Sowohl Stefan als auch Max, die stellen immer Top-Athleten dar. Rein von der Persönlichkeit unterscheiden die sich, glaube ich, auch nicht so wirklich. Echt? Wenn ich jetzt nur das Coaching betrachte. Mhm. Ne? Also Max ist auch eigentlich ein sehr introvertierter Mensch. Er lässt wenig an sich ran. Ja? Und im Coaching, ja, wenn du gut aussiehst, dann siehst du halt gut aus. Kommt und halt ein Einzeiler. Ja. Top. Top. Weiter so. Ausrufezeichen. Ja, oder ein Daumen oder was auch immer. Okay, du bist da, wenn du mich brauchst. Und ich bin auch so eine Athletin, ich schicke meinen Check und wenn es passt, dann passt. Ich hinterfrage nichts, ich mache einfach. Ne? Und so ist bei dem Stefan auch. Also Stefan, ich schicke ihm aktuell alle 3 Tage. In den letzten Wochen schicke ich ihm jeden Tag einen Check. Und das passt dann. Also ich bin mit beiden sehr zufrieden gewesen. Was richtig viele Leute gefragt haben, das haben auch bei Lisa letztes Mal so viele gefragt, ist, wie du das mit den Kids und mit dem Sport alles auf die Reihe bekommst. Wie schwer ist das? Wie ist da der Tagesablauf? Also mein Tagesablauf beginnt mit Sicherheit früher wie bei anderen. Du stehst auch früh auf, hast gesagt, ja, oder? Also wir hätten heute auch um 8 drehen können, hast gesagt. Absolut. War ich schon 4 Stunden wach. Echt jetzt? Nee, also so heute nicht. Aber, stehst du sonst so auf? Also morgen ist Montag. Um 5. So, boah, um 5, aber auch nur, wenn ich kein Cardio habe. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt Cardio hätte, habe ich es teilweise bei Max, der wollte, dass ich das nüchtern mache. Bin ich teilweise schon um 4 aufgestanden oder 4.30 Uhr. Okay. Ich habe das aber dann auch irgendwann aufgehört, weil dann fange ich da irgendwie zum Radeln an in einer 3-Zimmer-Wohnung. Dann steht bei mir um 5:30 irgendwie das erste Kind schon wach auf. Ne? Deswegen, es ist auch grundsätzlich egal, wann ihr euer Cardio macht. Hauptsache ihr macht's. Ja, so also Fabi hat es neulich mal gut gesagt. Der meinte halt, wenn du dann nachher irgendwie nochmal 20% Schlafqualität liegen lässt, nur ganz um genau. 4 Cardio zu machen. Ja. Ist dann wahrscheinlich halt auch nicht der beste Kompromiss. Genau, dann lieber vor dem Schlafen gehen oder nach dem Training kurz ranhängen. Vielleicht nicht direkt zwischen 2 Carb-Mahlzeiten, sondern es einfach dann nach hinten rausschieben. Das passt ja genauso. Aber dann lieber ein bisschen länger schlafen, wenn es geht. Und sonst stehe ich aktuell so gegen 5 auf, mache mein Meal Prep, mache das Frühstück, mache die Frühstücksboxen. Dann kommen schon die Kinder. Ja, so gegen 6, 6:30, 7, es kommt immer drauf an. Meistens ist ein Kind immer früher wach als das andere. Dann wird sich gewaschen, angezogen, gefrühstückt. Mhm. Zusammen? Alles zusammen, mhm. Ja. Also wir sind wirklich ein Dreier gespannt. Mhm. Schön. Wir gehen alle 3 ins Bad, machen uns alle zusammen fertig nacheinander. Während der eine sich die Zähne putzt, wascht sich die andere und zieht sich eine frische Unterhose an. Und wir gehen natürlich auch gemeinsam dann aus dem Haus, sodass die Kinder gegen 8, 8:30 dann im Kindergarten sind.
Und es dauert natürlich morgens alles viel, viel länger mit einem 3- und einem 4-Jährigen. Dementsprechend plane ich da auch immer deutlich mehr Zeit ein. Dann gehen die in Kindi bis 12. In der Zeit mache ich dann Haushalt, Einkauf und Training. Und dann hole ich die ab. Entweder gehen wir dann zu meiner Mama Mittagessen oder sie kommen zu uns, also zu mir nach Hause Mittagessen, je nachdem, wie es reinläuft. Und dann gehen sie um 13.30 Uhr nochmal in Kindi bis 16 Uhr. Und in der Zeit mache ich Drehs oder fahre meine Mama in die Arbeit. Oder, also es ist halt jeder Tag irgendwie anders. Um 16 Uhr kommen die Mäuse dann und dann geht es bei so einem Wetter halt auf den Spieli oder in den Tierpark oder ins Bad oder so. Können die Kids schon greifen, was die Mama da für einen Sport macht? Dass ich Sport mache? Na, was du für einen Sport machst? Das ist jetzt nicht so ja, die Fußball sehen's ist. Halt, nee, die sehen es halt, gerade die haben meine Wettkämpfe, haben sie alle gesehen auf dem Stream. Mhm. Ja, also die gucken dann auf Fernseher und sehen mich dann auch. Mhm. Die sehen mich auch morgens in der Früh posen, wenn ich meine Check-ins schicke. Machen sie dann auch mit. Ich aufpasse, was du da anerziehst. Nicht, dass du nachher noch zwei auch Wettkampf-Bodybuilder zu Hause hast. Ja, ich hoffe es nicht. ich habe schon gedacht, also jetzt geht es ja erstmal ins Turnen, ja, also so Kinderturnen. Fängt man ja klein an und dann mal gucken, wo sich die Wege dann hingehen. Und abends gibt es dann um 18 Uhr Abendessen. Dann wird das Bett fertig gemacht. Dann gibt es nochmal ins Bad gewaschen, anziehen. Und spätestens um 8, meistens halb 18 beide eigentlich im Bett. Und dann kann ich meine Check-ins machen oder eben Pakete packen oder ein Reel schneiden, ja, also mein Instagram. Also das läuft alles so in den Tag mit rein, je nachdem, wie es reinläuft. Hättest du mal Bock, deine Kinder zu so einem Mr. Olympia-Event mitzunehmen? Also Lisa hat ja letztes Jahr ihren Kleinen mit dabei gehabt, ist gerade auch wieder mit dem unterwegs in den USA. Hättest du da mal Lust drauf? Unbedingt. Ja? Also es ist halt ein langer Flug, ne? Aber die Flüge liegen ja meistens immer so über die Nacht, was ziemlich gut ist, weil dann können die schlafen und man kommt ja am Tag dann in den USA an wieder. Ja, also mit meiner Mama, also wenn meine Mama zum Beispiel mitgehen würde, wäre schon cool. Beide könnte ich das nicht, dafür sind sie einfach zu klein. Bin ich auch ehrlich, dass ich so 3 Tage vor Wettkampf mit den Kleinen könnte ich dann nicht mehr so umgehen, wie jetzt im Normalzustand. Ne? Also ohne gestresst zu wirken. Wann kippt das? Wie weit vor einem Wettkampf, dass du sagst, boah, jetzt wird's anspruchsvoll? Jetzt würde ich eigentlich also gerne mal anders reagieren, aber kann nicht und soll nicht und darf nicht? Also ich habe ja das Glück tatsächlich, dass wenn ich auf Wettkampf bin, dass meine Kinder immer versorgt sind. Meistens starte ich ja die Peak Week immer zu Hause, was völlig in Ordnung ist. Ja, also ich habe auch nie verstanden, wie man in der Peak Week Urlaub nehmen kann, weil dann denkst du ja nur ans Essen. Ja, du entladest ja am Anfang und da hast ja Hunger wie Sau. Und dann hast du nicht mal eine Beschäftigung oder eine Ablenkung. Deswegen ist es schon gut, dass ich die ersten Tage immer noch zu Hause bin. Und meistens, wenn es ans Laden geht, dann fliege ich ja schon. Ja, ich fliege immer Mittwoch oder Donnerstag, wenn am Wochenende dann der Wettkampf ist. Und dann brauche ich das aber auch. Weil das ist aber auch wirklich die einzige Zeit, wo ich mich dann nur auf mich konzentriere. Das ist 3-4 Tage vor dem Wettkampf. Ansonsten in der Prep fühle ich mich meistens gar nicht so wie auf Prep. Das ist ja ein Vorteil. Ja, weil das läuft so nebenbei. Ja. Wie sieht jetzt der Zeitplan aus bis zum Mr. Olympia? Jetzt ist Mitte August, das heißt 8 weeks out, oder? Stand heute? Vorgestern? 8 Wochen. Sieht gut aus. Also ich habe jetzt gestern habe ich einen Check geschickt, habe jetzt noch mal einen Refeed bekommen. Bin aktuell bei 62,5, 63 Kilo. Das reicht locker. Also kannst was halten, oder? Jetzt erstmal. Ein bisschen genau. Wasser raus und fertig. Genau, ja. Und Wasser rausdrücken. Ich denke mal, dass ich dann so vor der Peak Week wieder bei 60 Kilo oder so, vielleicht 59 landen werde. Was hast du als Ziel gesetzt für Las Vegas? Ich habe geguckt, es sind 25 Teilnehmerinnen, Stand jetzt. Okay. Also ich bin realistisch. Ich glaube nicht, dass ich es in First Call-Out schaffe. Also glaube ich einfach nicht. Was auch in Ordnung ist. Du hast dich aber letztes Mal, 2022, hast du dich nicht platziert, also bist 16. Ja. geworden. Aber da haben sich alle Deutschen nicht platziert, ja. Lustigerweise. Ja.
Jetzt sind es bloß 25, das heißt, du musst... Stimmt, ja. Also vielleicht werden es noch 6, ich weiß nicht, wie viele Wettkämpfe noch sind, die noch Qualifikationsmöglichkeiten geben. Oh, ich glaube noch eine oder zwei. Ja. Also nicht mehr arg viel. Ja, also dann müsstest du so 8 oder 9 hinter dir lassen, dass eine Platzierung da ist. Ja, ich denke, das kriege ich schon hin. Ja. Ist das das Ziel oder dann wirklich schon auch noch mal ein Stückchen weiter? Top 10 beispielsweise. Oh, das schaffe ich nicht. Ich glaube nicht. Also ich glaube, ich bin nicht ganz schlecht und ich habe es auch verdient, auf ein Mr. Olympia zu kommen, definitiv. Aber ich stecke meine Ziele da wirklich ein bisschen weiter zurück. Schön, wenn es besser wird, aber ich bin nicht enttäuscht, wenn es nicht so ist. Weil mein Ziel war dieses Jahr, auf ein Mr. Olympia zu kommen, um wirklich Mr. Olympia zu genießen. 22 konnte ich es einfach nicht genießen. Ich habe in dieser Zeit, als ich in Las Vegas war, mich von meinem Mann getrennt. Musste dann alleine noch zurückfliegen, war komplett alleine in den USA auf meinem ersten Mr. Olympia und sah dementsprechend aus wie Käse. Ne? Also total kaputt einfach. Da war nichts mehr, da war die Luft einfach raus und das hast du halt auch gesehen. Das versuche ich einfach dieses Jahr besser zu machen. Also ich würde mir das Paket von Alabama nochmal wünschen. Weil da sah ich besser aus, fand ich. Das ist ein gutes Omen in den USA. Vielleicht funktioniert es da irgendwie besser, wenn die jetzt keine Trennungsgeschichte gerade da ist. Und bist kann ja nicht fest liiert gerade. Also ich hoffe, du holst hinten noch einen vorher. Nee, jetzt, ich bin mittlerweile bedient. Ich habe jetzt den Fokus einfach auf meine Kinder und mich selber und werde dieses Jahr noch in Urlaub fliegen, hoffentlich. Und ja, also das ist alles, was ich mir wünsche. Platzierung wäre echt cool. Wenn es besser wird, Top 10, wäre Hammer. Also auch so quasi das Roman-Fritz-Statement, je weiter nach vor, je mehr du hinter dir lassen kannst, desto besser, ja? Ja, genau. Ja. Und einfach genießen. Ich meine, ihr seid vor Ort, Stefan ist vor Ort. Es sind ja wirklich viele Deutsche einfach auch da. Dann abends vielleicht irgendwo was Gutes essen und dann geht es für mich ja montags auch schon wieder zurück. Mhm. Wo siehst du dich unter den deutschen Figurathletinnen? Wir haben ja eine Jennifer Zienert und eine Lena Rahmsteiner. Jenny stand heute noch die Beste. Lena kommt, haben wir schon gesagt, mit unfassbar viel Rückenwind. Ich glaube wirklich, dass Lena die beste Deutsche wird. Oder wäre jetzt mein Call auch, aber ich will Jenny nicht abschreiben, weil ich von ihr jetzt so lange auch nichts mehr gesehen habe. Also das ist halt auch ja, so. Ja, man sieht nichts, ne? Ja, sie hat halt keine Wettkämpfe gemacht jetzt, weil sie relativ schnell wieder qualifiziert war. Also warum sollte sie? Wir haben nur Lena gesehen und dich. Aber Jenny kommt so aus der Unbekannten ein bisschen. Ja, so ein bisschen Dorian Yates-mäßig. Also Jenny ist auch unfassbar gut. Ich finde, Jenny und Lena sind auch von der Statur her ziemlich gleich. Ja, die sind beide sehr groß, die haben lange Muskeln, sind einfach beides auch wirkliche Erscheinungen. Ich bin von der Form einfach schon komplett anders. Ja? Ich bin sehr klein, ich bin sehr rund. Weil ich habe runde, kurze Muskeln und keine langen Muskelansätze. Ne? Deswegen, wo sehe ich mich jetzt rein? Ja, du hast einen Wettkampf gewonnen. Lena hat mehrere Wettkämpfe gewonnen, Jenny hat auch einen Wettkampf gewonnen, ja. Fährst du dahin mit, ich bin die Dritte von den Deutschen? Ist das so ein Gefühl, mit dem man dahin fährt? Sollte man vielleicht nicht. Ja. Ich finde es schwierig. Also ich glaube tatsächlich, also wenn ich mich, ich backe aber halt auch einfach gern kleine Brötchen. Ne? Deswegen, wenn ich mich die drittbeste deutsche Figurathletin nennen kann, dann bin ich schon sehr stolz. Das bist du auf jeden Fall. Außer es kommt noch irgendwie, gut, die Jenny ist jetzt 8. geworden gestern, habe ich gesehen. Ja. Ist auch hart. Also das siehst hart. Du dann auch irgendwie, wie fluktuativ das Ganze ist. Irgendwie einmal Empro, 2. Ja, wäre jetzt hart gesagt, wenn ich sagen würde, da hättest du auch Argumente für den Ersten finden können, das wahrscheinlich nicht, aber die ist schon auch brutal, muss man sagen. Also ich glaube schon, dass sie sich hätte weiter vorne platzieren können. Also es waren... Also nicht jetzt dort, ich meine Empro, da war sie ja hinter Lena, aber ich fand sie schon aus, die war schon für Deutschland allgemein so ein krasser Wettkampf, da war ja die Denise auch noch. Ja, die ist auch, die wird richtig gut. Ja, das ist so ein Next Level wahrscheinlich, wenn die noch ein bisschen was draufpackt, wobei ich es fast schade finde, ehrlich gesagt. Weil sie so halt dieses Zarte, was sie hat, oben vor allem noch, das ist, finde ich, sehr schön. Ich weiß aber, dass du damit wirst du nicht gewinnen. Bei den Profis nicht, nee. Leider nicht. Ja. Finde ich jetzt nicht unbedingt die beste Richtung, aber ich bin ja niemand, der da irgendwas bestimmen kann. Ja, leider. Es ist leider wirklich so, dass es halt einfach wieder viel zu viel wird, finde ich. Das ist jetzt schon, das float jetzt. Das ist krass. Also,
man kann auch tatsächlich die Figurathletinnen in die Physik stellen. Manche. Nicht alle, aber manche definitiv. Das wäre eine Frage an dich noch gewesen, tatsächlich jetzt. Vorletzte Frage. Weil als ich Embro geguckt habe, gerade von hinten, als du dann auch so locker standest, doch auch mit dem Rücken irgendwie, fand ich irgendwie so, weiß ich nicht, gibt es keine Argumente, irgendwie in die Physik zu gehen für dich? Tatsächlich nicht, nee. Du bist halt ein bisschen kleiner. Ich bin es halt wirkt kleiner, halt direkt muskulöser irgendwie so, fleischiger, aber halt nicht so grazil groß, wie die anderen das haben, mit ihrer 1,75 Größe oder Ja, aber es ist halt nochmal ein anderer Look einfach, Raubbau, auch, den du betreiben musst wahrscheinlich. Weil, das jetzt ist mal mir Real halt Talk, auch nicht wert. Die Unterschiede zwischen Women's Bodybuilding und Women's Physik, ich sehe die ganz oft nicht so wirklich. Ist auch nicht wirklich sichtbar, es sind die Posen, die anders sind. Du darfst eine Faust machen, anstatt die Hände offen zu lassen. Ja, da wird es ja albern. Ja. Aber so, die sind schon nah beieinander, aber halt schon auch nochmal teilweise weit entfernt von einer Figurathletin. Ja, also wenn ich mir halt zum Beispiel die Amandine anguck, das ist mir halt einfach zu viel. Oder und die Manon Dutilly, das ist schon kein Figur mehr. Die geht ja jetzt auch in die Women's Physik wahrscheinlich auch deswegen. Der richtige Weg. Ja. Also wenn du so Muskulatur aufbaust, dann mach's. Mhm. Alles cool. Ich bin jetzt auch kein Freund vom Downsizen. Mhm. Das finde ich bei den Bikinis immer so krass. Die dürfen da nichts mehr essen und dürfen nicht mehr trainieren. Oder nicht mehr so, wie sie wollen. Mhm. Mir macht das Training extrem Spaß und so mit dem Material, was ich fahre, kann ich das super halten. Ja? Und ich möchte halt auch nicht mehr dann machen müssen. Also das ist mir dann auch nicht wert. Dann habe ich noch eine Abschlussfrage. Es gibt ja Leute, die bleiben so ein bisschen auf diesem Bodybuilding-Film hängen. Schaffen irgendwie nicht den Absprung. Andere, die finden irgendwie so einen vernünftigen Ausstieg. Wenn du jetzt das auf dich projizierst, wie würdest du das bei dir sehen? Hast du so einen festen Zeitpunkt, wo du sagst, dann will ich das nicht mehr machen? Hat das irgendwie eine Alterskomponente, eine Verletzungskomponente oder vielleicht auch so eine Erfolgskomponente, wo du sagst, wenn ich das geschafft habe, dann reicht's auch? Also ich mache das immer von meiner Entwicklung abhängig. Ich bin definitiv eine, wo an ihrem Höhepunkt ihrer Karriere gehen möchte und nicht dann irgendwann, wenn ich nicht mehr ins Finale komme oder als Fünftplatzierte oder so und nicht mal mehr aufs Treppchen komme. Das wäre für mich nichts. Ich bin auch kein Master. Also ich habe gesagt, ich höre definitiv vor, bevor ich offiziell Master wäre. Also gibt es ja schon ab 35 ist mittlerweile. Da höre ich auf. Okay. Also definitiv. Also hast du noch so 2,5, 3 Jahre? Ich glaube, 3 Jahre mache ich es nicht mehr. Machst du es nicht mehr? Mm-mm. Ich denk, ist ja ein Statement. Ja. Ich denke, ich werde es jetzt noch 2 Saisons machen, bevor meine Kinder einfach in die Schule kommen. Also das habe ich damals mir gesagt, wo ich wieder angefangen habe, wenn das erste Kind in die Schule kommt, dann mache ich keine Wettkämpfe mehr, weil dann ist einfach, muss ich meinen Fokus verlagern, Dann gilt es einfach darin, meine Kinder noch mehr zu fördern und für die da zu sein und sie auch in ihre Sporte zu fahren, in ihre, keine Ahnung, ins Fußball oder ins Tennis oder ins Reiten oder was auch immer. Hoffentlich ja, wie du gesagt hast, nicht ins Bodybuilding. Ja, genau, weit weg davon. Ja, aber es ist ja dann auch ein guter Zeitpunkt, dann zu sagen, bevor sie es dann so richtig checken, mache ich es selber gar nicht mehr, weil sonst gucken sie sich jeden Tag an. Ja, natürlich. Kommen auch noch rein dann. Ja, ich sehe es ja jetzt schon. Also da sagt das eine Kind zum anderen, wenn ein Löffel irgendwie in meine Tupper wandert, nee, das ist Mama ihr Essen. Und das sage ich halt dann schon, okay, nämlich beide Löffel, zack. Mhm. Weil es ist halt schon sehr, vor allem in der Diät, ich freue mich jetzt schon, ich freue mich auf Mr. Olympia brutal, aber ich freue mich auch auf die Zeit danach, wo einfach, wenn mein Sohn mir einen Puddinglöffel in den Mund schieben will, dass ich so machen muss. Ja. Oder, hey Mama, guck mal, ich habe was für dich. Das ist ja auch ganz arg wichtig, dieses Teilen, Deswegen, ich bin nicht nur auf meine Topo fixiert. Mhm. Wenn mein Sohn jetzt da ein Brokkoli oder ein Reis oder ein Hähnchen rausnimmt, ja, bitte. Wir teilen, wir sind eine Familie. Das muss man ja auch weitergeben. Und dementsprechend mache ich das jetzt noch die eine Zeit. Deswegen wollte ich auch unbedingt dieses Jahr im Frühjahr starten und nicht im Herbst, weil ich jetzt noch alles mitnehmen will in dieser Zeit, was geht. Hätte ich mich nicht qualifiziert, wäre ich im Herbst nochmal gestartet, weil ich es jetzt nochmal mitnehmen will. Und sobald dann da die Schultüren aufgehen, ist dann meine Tür geschlossen im Bodybuilding, wettkampftechnisch zumindest. Das ist ein schönes Abschlussstatement. Ja. Dann sind wir fertig für heute.
Mhm. Ich freue mich aber, wenn wir in Las Vegas noch was zusammen machen können. Ich freue mich auch. Ja, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Vielen lieben Dank dafür. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich sehe Fabi zwar noch nicht, aber der kommt jetzt gleich und treibt uns dann noch so ein bisschen durchs Gym. Du musst wahrscheinlich noch essen, oder? Ich esse jetzt noch, ja. Ja, schön. Und dann wird trainiert. Ja, dann war es das mit einer weiteren Folge des Garnicus Podcasts. Danke, dass ihr so lange dabei gewesen seid. Ich weiß gar nicht, wie lang es jetzt war, aber bestimmt so an die 2 Stunden, 1:45. Ja. Ja. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao, ciao.